Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur fünften Vorlesung im Rahmen der Vortragsreihe Mensch und Natur, die Netzwerke des Lebens, der Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur 2022 an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Mein Name ist Cornelis Menke und als Leiter des Studium Generale von unserer Universität habe ich die Freude, Sie im Namen der Stiftung Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur und der Vereinigung der Freunde der Universität herzlich willkommen zu heißen. Dieses Mal nicht auf dem Campus der Universität, sondern rein virtuell in Mainz, teilweise in Berlin, in Leipzig und wo immer Sie gerade sind. Ganz besonders herzlich begrüße ich natürlich unsere Stiftungsprofessorin, Professor Antje Boetius vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie ist gerade in Berlin und ihren heutigen Gast, Professor Johannes Krause, Biochemiker und Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er wird reden zum Thema die Gene des Menschen, was uns überleben hilft. Und obwohl rein virtuell dieses Mal, wird es wieder die Möglichkeit geben, sich auch mit Fragen zu beteiligen und in den Austausch zu treten. Das wird wieder wie gewohnt per E-Mail geschehen. Die Details folgen etwas später. Jetzt möchte ich ohne Umschweife das Wort übergeben an Antje Boetius und Johannes Krause. Wir freuen uns sehr auf den Vortrag und auf die Diskussion. Herzlich willkommen. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Vorlesung. Ich melde mich aus Berlin, sozusagen um die Ecke von der Republika, wo gerade eben eine Serie, die nächstes Jahr läuft, über Netzwerke des Lebens und zwar im Ozean der Öffentlichkeit, der Medien vorgestellt wurde. Deswegen bin ich heute leider nicht vor Ort in Mainz. Das ist schade, weil es so einen Spaß macht, Sie alle wiederzusehen. Viele von Ihnen kommen ja regelmäßig, aber ich bin trotzdem wahnsinnig froh, dass wir heute Abend Johannes Krause bei uns haben. Der nimmt uns gleich mit auf eine Reise durch die Geschichte der Menschheit und diese große Frage, wer sind wir eigentlich und wie sind wir zu dem geworden, was wir sind? Wie kriegt man das überhaupt raus? Wie schafft man eine Zeitreise zurück, um diese großen Fragen zu entschlüsseln? Und diese Fragen sind tatsächlich Fragen von heute. Ich habe nämlich gerade in den letzten Wochen im Rahmen des Wissenschaftsjahrs nachgefragt, mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Fragen der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands auswerten dürfen, und zwar Tausende von Fragen. Die Fragen an die Wissenschaft, was soll eigentlich erforscht werden? Und vielleicht gar nicht so erstaunlich war ein Großteil dieser Fragen genau diese Frage: Wer sind wir Menschen eigentlich für ein merkwürdiges Tier? Könnten wir auch ganz anders sein? Könnten wir endlich klug werden und verstehen, wie wir mit Tieren, Pflanzen, dem Leben um uns herum gut umgehen? Was fehlt uns da? Oder sind wir vielleicht ganz toll, aber wir haben nicht die richtigen Rahmenbedingungen, um das auszuleben? Diese Fragen beschäftigen Sie und sicherlich auch Sie in Mainz. Und deswegen ist es so schön, dass wir Johannes Krause bei uns haben. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Er ist 1980 geboren in Leinefelde, Thüringen. Und wenn man schaut, was er studiert hat, hat er sich früh für ein spannendes Netzwerkthema interessiert: Biochemie. Biochemie, und in dieser Frage der Biochemie sieht man, die er in Irland und Deutschland studiert hat und dann, wo er auch später gleich als Hilfskraft am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie offensichtlich für sehr fruchtvolle Arbeiten eingesetzt wurde, denn danach sieht man einen ganz steilen Karriereweg, der mit der Fähigkeit zu tun hat, aus Dingen, die vergraben sind, dem Boden, Knochen, Geheimnisse über unsere Geschichte zu entlocken. Diese Frage, wie forschen wir eigentlich heute etwas, was lange zurückliegt und was sind unsere Grenzen von Wissen, das wird er uns gleich näher bringen. Er hat wirklich Erstaunliches geleistet in seinem Leben. Er hat es geschafft, die Methoden dieses Entschlüsselns genetischer Rätsel, also der Information, in der unsere Geschichte geschrieben ist, rauszuholen, und zwar wirklich in einer völlig anderen Zeitdimension, als wir es uns noch vor 20 Jahren haben vorstellen können. Und damit kommen wir also in die Bereiche der Vorlesung, die die Vorgängerinnen und Vorgänger ja schon angekündigt haben. Wir haben zuletzt uns angeschaut, wie alt sind eigentlich Böden, auf denen Pflanzen wachsen, die wir zum Leben brauchen, weil unsere Nahrung davon kommt, und waren im Durchschnitt ein paar tausend Jahre. Jetzt reisen wir aber zigtausend Jahre zurück. Und dann haben wir uns auch gefragt zuletzt, was macht der Mensch eigentlich, wenn er in die Extreme geht, wenn er wandert, wenn er Oasen zum Beispiel baut und besiedelt. Das war die letzte Vorlesung. Und jetzt wird beides zusammengeführt, alte Böden, alte Reisen, um herauszukriegen, wer sind wir wirklich.
Das hat Johannes Krause geschafft. Er ist nicht nur Vollprofessor für Archäo- und Paläogenetik am Institut für Archäologische Wissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen geworden. Er ist auch noch Gründungsdirektor geworden von 14 bis 2020 im Max-Planck-Institut für die Erforschung der Menschheitsgeschichte, Abteilung Archäogenetik in Jena. Und jetzt ist er in Leipzig zurück sozusagen, back to the roots. Und er hat jetzt die Position inne als Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, also wirklich die Geschichte des Menschen, und leitet die Abteilung Archäogenetik, bedeutet also die Gene lesen können, ganz lang zurück in die Zeit. Wir freuen uns sehr, Johannes Krause, auf die Vorlesung. Und ich hatte schon zuvor angekündigt, dass Sie auch ein Autor von Bestsellerbüchern sind, die eben genau diese Frage bearbeiten, die wir jetzt gleich hören werden. Wer sind wir eigentlich und wie weit mussten wir laufen, um das zu sein, was wir sind? Viel Spaß bei der Vorlesung und bis gleich zu den Fragen. Ja, ich hoffe, man kann meine Vorlesung sehen. Ja, dann bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei Frau Boetus für die Einführung und auch für die Einladung, heute hier reden zu können. Das scheint ja so zu sein, dass ich sehr gut auch ins Thema passe, in die vorherigen Vorlesungen, die ich leider nicht miterleben konnte. Und ja, ich möchte mich heute auf eine Reise begeben, die Reise der Menschheit, mit Ihnen zusammen und diesen großen Fragen nachgehen. Ja, was half uns beim Überleben? Was macht uns so erfolgreich? Was haben wir, was vielleicht andere Tiere, aber auch Urmenschen nicht haben, was sozusagen so ein bisschen das Geheimnis unseres Erfolges, aber vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen, nämlich bis vielleicht an die Grenzen, die globalen Grenzen, die wir mittlerweile auf der Erde erfahren. Und viel davon stammt aus dem Buch, was ich letztes Jahr zusammen mit einem guten Freund von mir, dem Thomas Trappe, geschrieben habe, der Journalist ist. Und die kann man, wenn man sich mehr für das Thema interessiert, natürlich auch gerne noch mehr drüber nachlesen. Ja, und das Thema, so ein bisschen was mitschwingt die ganze Zeit, ist das Thema der eigentlich Anthropologie, vor allem der evolutionären Anthropologie, das Thema, das Gründungsthema des Instituts, an dem ich jetzt seit 2 Jahren tätig bin, nämlich dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Diese große Frage, was macht den Mensch zum Menschen? Was ist das Geheimnis unseres Erfolges? Wie sind wir im Prinzip entstanden vom quasi nächsten, vielleicht lebenden Verwandten, dem Schimpansen, also von den Menschenaffen, haben wir uns abgespalten, haben uns entwickelt zu Menschen, modernen Menschen, und natürlich auch der Vergleich zu den Urmenschen, wie zum Beispiel dem Neandertaler, der natürlich auch sehr lange, sehr erfolgreich in Europa gelebt hat, aber trotzdem durch uns verdrängt wurde. Es steht so ein bisschen die Frage im Raum, wie haben wir es auch geschafft, in so kurzer Zeit die gesamte Erde zu besiedeln? Das ist was ganz Besonderes. Das hat kein Urmensch vor uns geschafft, in 50.000 Jahren den entlegensten Winkel der Erde zu besiedeln, die pazifischen Inseln, die Amerikas zu entdecken, Australien zu entdecken und zu besiedeln. Also wir sind, wie gesagt, etwas ganz Besonderes in der Evolution. Nicht nur die intelligenteste Spezies wahrscheinlich, die jemals auf dem Planeten gelebt hat, sondern auch eine sehr expansive, eine sehr stark ausbreitende Population. Und dann, wie gesagt, auch so ein bisschen die Frage, zu der wir am Ende des Vortrages heute kommen, steht uns dieser Erfolg vielleicht im Moment auch ein bisschen im Weg? Also ist es vielleicht so ein bisschen in unsere Biologie geschrieben, diese expansive Art, die uns jetzt natürlich an einen Punkt bringt, wie gesagt, an die globalen Grenzen. Dieser Planet kann nur so viele Menschen ertragen, und an diese Grenzen stoßen wir im Moment, und schaffen wir es im Prinzip, mit diesen Grenzen umzugehen, schaffen wir es, diese Grenzen zu akzeptieren, schaffen wir es, nachhaltig zu leben oder nicht. Und das Thema natürlich dann im Vortrag heute soll die Evolution und Geschichte des Menschen sein, wie gesagt, diese Ausbreitungsgeschichte. Und das ist natürlich was traditionell hauptsächlich von der Paläoanthropologie untersucht wurde. Also Paläoanthropologie, der Erforschung von Skeletten, von Fossilien, von menschlichen Fossilien aus der Vergangenheit, um zu lernen, wie sieht der Stammbaum des Menschen aus? Ist es eine gerade Linie? Gab es da verschiedene Verzweigungen? Und man hat da alle möglichen natürlich Fossilien in den letzten Jahren gefunden, mehrere hundert Fossilien aus den letzten 7 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, und kann so einen groben im Prinzip Stammbaum entwerfen, der so grob aussieht wie das, was wir hier sehen. Wir haben uns irgendwann, wie gesagt, von den Menschenaffen getrennt, und dann haben sich unterschiedliche Linien entwickelt.
Man geht jetzt davon aus, dass es viele unterschiedliche Linien waren, die parallel existiert haben, aus denen der Homo sapiens, der moderne Mensch, hervorgegangen ist. Aber es gab durchaus Punkte, wie vor wenigen, vielleicht 100.000 Jahren, wo es auch mehrere Menschenlinien gab, vielleicht 4, 5 Menschenlinien, die parallel quasi auf der Erde existiert haben. Man kann die jetzt Spezies nennen. Ich tue mich mit dem Wort Spezies immer ein bisschen schwer, weil in der Vergangenheit wirklich eine Spezies zu definieren ist nicht leicht. Das fällt mir selbst in der Biologie heute leicht, zu sagen, was ist eine Art. Da wir auch, wie wir gleich sehen werden, sehen, dass diese Menschen miteinander Kinder zeugen konnten und fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen konnten. Insofern könnte man sie alle als eine Art bezeichnen, aber auch damit würde ich mich schwer tun. Insofern rede ich dann häufig von Populationen, von Gruppen, von Linien, um dem Wort vielleicht Art etwas zu entkommen. Das macht es nicht unbedingt besser, aber so versuche ich es zumindest. Und man kann schon sagen, dass es mehrere Dutzend unterschiedliche Menschenlinien gab, Menschenformen gab in den letzten paar Millionen Jahren, aus denen der moderne Mensch hervorgegangen ist. Und er ist der einzige, soweit wir es zumindest bisher wissen, aber da sind wir uns auch relativ sicher, der noch auf der Erde existiert. Viel haben wir natürlich auch gelernt über diese Menschen aus der Vergangenheit, indem wir die Archäologie untersucht haben. Und auch da tut sich der moderne Mensch etwas hervor im Vergleich zu den anderen Urmenschen. Denn der moderne Mensch hat Kunstfertigkeiten, wie wir sie bei keinem anderen Urmenschen finden. In dem Moment, wo moderne Menschen nach Europa einwandern, haben wir plötzlich diese unglaublichen Höhlenmalereien, wie hier von der Chauvet-Höhle. Wir haben diese Schnitzereien, Figuren, wie zum Beispiel die Venus vom Hohlefels, hier über 35.000 Jahre alt, also geschnitzt kurz nachdem die modernen Menschen hier nach Mitteleuropa eingewandert sind. Wir haben auch Technologien, wir haben Werkzeuge, die wir bei keinem Urmenschen zuvor gesehen haben, die wir dann mit dem modernen Menschen assoziiert haben. Also er ist in der Lage, im Prinzip dann auch komplexere Technologien zu entwickeln, als zum Beispiel die Urmenschen vor ihm. Aber wir haben auch solche Sachen wie Musikinstrumente, Flöten, auf denen man heute noch spielen kann, die aus dieser Zeit stammen, als die ersten modernen Menschen nach Mitteleuropa kamen. Also das ist wirklich was den modernen Menschen auszeichnet, was wir nur bei modernen Menschen haben und was wir zum Beispiel beim Neandertaler nicht hatten. Obwohl der Neandertaler ein größeres Gehirn hatte als der moderne Mensch, hat er scheinbar nicht eine so hohe, ich sage manchmal dazu, Kulturfähigkeit, Kunstfertigkeiten, wie wir sie zum Beispiel bei modernen Menschen finden. Also wir scheinen irgendwas Besonderes zu haben, was diese anderen Urmenschen nicht hatten. Und ich nähere mich diesem Thema an mithilfe der sogenannten Archäogenetik. Frau Boethius hat das eben schon gesagt, das ist im Prinzip die Analyse, Verwandtschaftsanalyse oder die Analyse von Erbmaterial aus der Vergangenheit. Wir nehmen Fossilien, aus diesen Fossilien gewinnen wir DNA, indem wir kleine Löcher reinbohren, die DNA, die nach Jahrtausenden dort noch drin steckt, freisetzen und dann mit Hilfe von diesen tollen DNA-Sequenziermaschinen, diesen Apparaten, die die DNA auslesen können, dann rekonstruieren und am Computer wieder zusammensetzen. Das ist so eine Art für uns, sage ich mal, Zeitmaschine, weil wir so in der Lage sind, im Prinzip die genetische Diversität in der Vergangenheit zu untersuchen. Das können wir für Menschen machen, das ist das Thema heute Abend, aber ich arbeite auch an Bakterien, an Viren, an Pflanzen, an Tieren und so kann man im Prinzip die Evolution, die genetische Diversität, wie wir sie heute finden, durch die Zeit rekonstruieren und die Evolution dann wirklich in situ studieren, indem wir die quasi Baupläne, die genetischen Erbinformationen aus der Vergangenheit untersuchen und einfach gucken, wie sich die Organismen im Laufe der Zeit verändert haben. Möglich wurde das eigentlich alles nur durch eine Revolution, wie das so häufig ist. Fortschritte werden vielleicht vielen Revolutionen gemacht. Bei uns ist das die sogenannte DNA-Sequenzierrevolution. Und zwar haben sich diese Maschinen, mit denen man die DNA entschlüsseln kann, extrem weiterentwickelt. Also als ich selber noch Doktorand war, da hatten wir im Labor so eine Maschine, die konnte pro Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das war so ziemlich die beste Maschine auf dem Markt damals, vor 15 bis 20 Jahren. Damals hat das noch sehr viel Geld gekostet, so ein Genom zu untersuchen. Das ist hier mal aufgetragen, viele Millionen Euro. Heute haben wir bei uns im Labor eine Maschine, die kann pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das heißt 100 Millionen mal mehr DNA pro Tag entschlüsseln als noch die Maschinen vor 15 Jahren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir viel schneller in der Lage sind, Genome zu entschlüsseln. Das gilt für die Genome von heutigen Menschen, von denen wir jetzt Millionen entschlüsselt haben. Vor 20 Jahren war es nur ein einziges. Gleichzeitig können wir jetzt auch die DNA der Fossilien viel schneller untersuchen. Das heißt, wir haben mehr als 10.000 menschliche Fossilien genomweit schon untersucht aus allen möglichen Orten der Welt, um etwas über die Geschichte und Evolution der Menschen und natürlich auch die Geschichte der modernen Menschen zu erfahren. Grob gesagt, was haben wir daraus gelernt? Wir haben einmal die Ausbreitung
des modernen Menschen gut rekonstruieren können. Das heißt, die Einwanderungsgeschichte bzw. die Auswanderungsgeschichte. Wir können jetzt ziemlich genau sagen, dass der moderne Mensch vor 50.000 bis 60.000 Jahren, also Homo sapiens, Afrika verlassen hat und dann vor ungefähr 45.000 bis 40.000 Jahren nach Europa einwandert, auch sehr früh schon nach Australien einwandert und dann auch vor ungefähr 15.000 bis 25.000 Jahren nach Nordamerika und natürlich dann sehr schnell auch nach Südamerika. Man muss natürlich sagen, als der moderne Mensch aus Afrika ausgewandert ist und dann nach Europa kam, war er dort nicht allein. Es gab dort bereits Menschen, in dem Fall Urmenschen, zum Beispiel in Europa dann den Neandertaler, der dort seit über 500.000 Jahren wahrscheinlich gelebt hat. Aber auch in Ostasien gab es Urmenschen, dort gab es zum Beispiel den Homo erectus und auch den Denisovaner. Der Denisovaner ist vielleicht vielen von Ihnen noch nicht so unbedingt bekannt. Das ist eine sehr neue Menschenform. Die haben wir vor 12 Jahren entdeckt aus einem kleinen Fingerknochen. Hatte ich die große Ehre, das erste Mal die DNA dieses Denisovaners zu entschlüsseln. Und wir haben den dann Denisovaner genannt nach der Fundhöhle, in der der Knochen gefunden wurde. Die heißt Denisova-Höhle, befindet sich im Altai-Gebirge, also in Sibirien. Mittlerweile hat man die DNA der Denisovaner auch in Fossilien gefunden aus Tibet, aber auch in Menschen, die in Papua-Neuguinea zum Beispiel leben und in Australien. Das heißt, die Denisovaner scheinen in größeren Teilen Asiens gelebt zu haben. Und damit nicht genug, es gab auch noch andere Urmenschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, als wir unsere Vorfahren Afrika verlassen haben. Es gab zum Beispiel auch in Indonesien sehr kleine Menschen, die werden deswegen manchmal auch Hobbits genannt, die waren nur so ungefähr einen Meter groß, hatten vielleicht ungewöhnlich große Füße, könnte man vermuten, ein bisschen größer als normal waren sie. Und die haben dort bis vor 50.000 Jahren noch gelebt, wurden dort in einer Höhle vor 20 Jahren entdeckt. Und die sind was ganz Besonderes, weil die haben ein sehr, sehr kleines Gehirn. Das ist ungefähr so groß wie das Gehirn eines Schimpansen, aber haben Technologien gehabt und auch ansonsten eine Morphologie, die dem modernen Menschen doch relativ ähnlich ist. Es könnte sein, dass so eine Art Zwergenform des Denisovaners war. Sie haben vielleicht schon gehört, auf Inseln passieren manchmal seltsame Dinge und das könnte auch hier passiert sein. Es gibt auch auf den Philippinen noch den sogenannten Homo lusonensis. Da gibt es nur ein paar Knochen, aber auch da wird vermutet, dass es eine Art Zwergenform war. Also es könnte sein, dass es in Südostasien sogar 3, 4 unterschiedliche Urmenschenformen gegeben hat, als wir, als unsere Vorfahren, die modernen Menschen, dort eingewandert sind. Heute haben wir auf der ganzen Erde, wie schon gesagt, nur den modernen Menschen. Da muss man sich fragen, was ist mit den anderen passiert? Und das war eine der Fragen, die wir in den letzten 10 Jahren nachgegangen sind. Kam es zu genetischen Vermischungen? Das heißt, wurden die komplett verdrängt, die anderen Urmenschen? Sind die ausgestorben? Oder haben die sich vielleicht miteinander eingelassen? Hatten die vielleicht Kinder zusammen erzeugt und sind die heutigen zum Beispiel Einwohner Europas, Asiens oder Südostasiens vielleicht eine Mischpopulation aus diesen unterschiedlichen Urmenschenformen? Und das erste Mal haben wir das beim Neandertaler 2010 durchführen können. Da haben wir das Neandertaler Genom entschlüsselt, ein Projekt, was Svante Paabo damals geleitet hat. Das war ein Teil meiner Doktorarbeit. Und da haben wir das erste Mal ein Neandertaler Genom entschlüsselt, aus vielen unterschiedlichen Knochen zusammengesetzt und konnten dann sehen, wo auf der Welt finden wir denn heute Neandertaler-DNA. Und so zur Überraschung haben wir in Afrika keine Neandertaler-DNA gefunden, aber in Europa, Asien, Australien und bei den indigenen Bevölkerungsgruppen Nord- und Südamerika. Und interessanterweise außerhalb Afrikas überall die gleiche Menge. Das heißt, die Menschen außerhalb Afrikas haben die gleiche Menge Neandertaler-DNA, was darauf hindeutet, dass es wahrscheinlich irgendwo im Nahen Osten, als die Menschen Afrika verlassen haben, zu einer Vermischung kam zwischen Neandertaler und modernen Menschen. Und dann die modernen Menschen, die nach Australien, Amerika und Europa und Asien eingewandert sind, diese quasi Misch-DNA, diese Neandertaler-DNA mit in diese Region gebracht haben. Das heißt, die Neandertaler sind gar nicht komplett ausgestorben, sie leben in uns ein wenig weiter. Es wurde jetzt ausgerechnet, dass ungefähr 40-50% des Neandertaler-Genoms noch in heutigen Menschen außerhalb Afrikas zu finden sind. Das sind zum Teil wichtige Gene, Sie haben das vielleicht gehört, vor 2 Jahren haben meine Kollegen am Institut publiziert, dass eins der Risikogene, was eine höhere Mortalität, ein höheres Erkrankungsrisiko, einen schweren Verlauf von Corona bedeutet, vom Neandertaler stammt. Ungefähr 5% aller Europäer tragen das in sich. Ich trage das auch in mir. Ich habe es von meinem Vater geerbt. Das heißt, wir hätten beide ein höheres Risiko, einen schweren Verlauf von Corona zu haben. Das hat in dem Fall wahrscheinlich wenig mit dem Neandertaler selbst zu tun. Ob der hatte sicherlich kein Corona oder hat nicht unter Corona gelitten zu der Zeit. Aber es ist trotzdem ein Gen, was von ihm stammt und was in uns
zu finden ist und was bei heutigen Trägern dieses Risiko bedeutet. In einigen Teilen der Welt gibt es das gar nicht, wie zum Beispiel in Ostasien, da ist es gar nicht vorhanden, aber zum Beispiel in Südasien, in Pakistan und Indien haben das 60% der Bevölkerung, also es scheint vielleicht sogar dort in der Vergangenheit positiv gewesen zu haben, dieses Risikogen in sich zu tragen. Das ist nur mal so ein Beispiel, im Prinzip für ein Gen, was uns der Neandertaler mit auf den Weg gegeben hat. Die gleiche Frage haben wir auch für die Denisovaner gestellt, haben wir uns mit denen vermischt? Und da muss man auch sagen, ja, haben wir, aber nicht alle Menschen außerhalb Afrikas. In Europa finden wir keine Denisovaner DNA. Das heißt, die heutigen Menschen in Westeurasien tragen keine Gene vom Denisovaner. Die Ostasiaten, also die heutigen Einwohner zum Beispiel Chinas, tragen so 0,2% Denisovaner DNA in sich. Und dann die Menschen in Papua-Neuguinea, das hatte ich ja schon erwähnt, und auch Australien, die Aborigines, die tragen ungefähr doch 5% Denisovaner DNA in sich. Das heißt, die haben die höchste Menge. Auf den Philippinen gibt es auch eine Population, die hat sogar 7%. Das heißt, in Südostasien finden wir besonders viel von dieser Denisovaner DNA. Von den Denisovanern haben wir unter anderem auch ganz wichtige Gene bekommen, zum Beispiel das Gen, was die Sherpa in sich tragen, was es den Sherpa ermöglicht, in großer Höhe zu leben. EPAS 1, eine Mutation, die verursacht im Prinzip, dass die Menschen, die dort leben, im Hochland von Tibet, nicht so viel rote Blutkörperchen produzieren. Das tut jeder von uns, wenn er lange in der Höhe lebt, aber das ist auf Dauer nicht so gut. Und die haben im Prinzip ein Gen, was das ausstellt, diesen eigentlich natürlichen Mechanismus. Und der stammt interessanterweise vom Denisovaner. Und das hat man dann auch später dann auch noch weiter stützen können, dass vielleicht Denisovaner in der Höhe gelebt haben, weil man in Tibet in einer Höhe auf über 3000 Meter Denisovaner DNA in Fossilien und im Sediment gefunden hat. Das heißt, tatsächlich scheinen die Denisovaner bereits vor vielen 10.000 Jahren in großer Höhe gelebt zu haben und haben uns dieses Gen dann vererbt, was man, wie gesagt, in den heutigen Einwohnern zum Beispiel Tibets findet. Der moderne Mensch ist jetzt aber die einzige noch existierende Menschenform, und hat sich dann innerhalb der letzten 50.000 Jahre auf der gesamten Erde ausgebreitet. Und wie gerade schon gesehen, sind die Urmenschen in ihm aufgegangen. So könnte man zumindest das auch formulieren, dass der moderne Mensch sie aufgesogen hat. Vielleicht hat er eine größere Populationsgröße, vielleicht hat er sich schneller fortpflanzen können und ist dann so eine Art genetischer Staubsauger geworden für diese anderen Urmenschenformen, die es dort gab, die vielleicht kleinere Populationsgrößen hatten. Und deshalb finden wir im Prinzip diese wenigen Prozente noch in einigen Teilen der Welt. Aber der moderne Mensch ist quasi die dominierende quasi genetische Komponente der Homo sapiens, der Menschen außerhalb Afrikas. Das heißt, je nachdem, wo man ist, 98% bis mindestens 93% der DNA der Menschen außerhalb Afrikas heute stammt vom quasi afrikanischen modernen Menschen, der Ostafrika vor 50.000 Jahren verlassen hat. Was man dazu auch sagen muss, ist, es war nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte. Das könnte man jetzt denken, der moderne Mensch breitet sich aus und verdrängt alle anderen. Wir sehen auch, wenn wir uns die genetischen Linien aus der Vergangenheit anschauen, gescheiterte Linien des modernen Menschen. Wir finden moderne Menschen, die wieder verschwunden sind, die es nicht geschafft haben, die sich nicht etablieren konnten. Da gibt es ganz frühe, vor über 100.000 Jahren, die das erste Mal aus Afrika ausgewandert sind und dann wieder vom Neandertaler verdrängt wurden. Aber es gibt auch welche sogar noch vor 40.000 bis 47.000 Jahren. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel das Genom dieser sogenannten alten Tschechen publiziert. Das ist eine genetische Linie, die sich abspaltet, bevor sich Asiaten und Europäer trennen. Also vor mehr als 45.000 Jahren trennt sich diese Linie von den Linien, die später zu Europäern und Asiaten werden. Und die hat keine Nachkommen. Die hat aber in Tschechien gelebt vor ungefähr 45.000 bis 47.000 Jahren. Das heißt, es gab eine sehr frühe Besiedlung schon Mitteleuropas, aber diese Menschen haben keine Nachkommen hinterlassen. Auch die Neandertaler verschwinden vor ungefähr 40.000 Jahren, so wie diese frühen modernen Menschen. Und erst ab ungefähr 38.000 Jahren haben wir in Europa dann Menschen, die auch genetisch Nachkommen hinterlassen. Also diese Menschen, warum die jetzt genau gestorben sind, kann man spekulieren. Es kam zu der Zeit zum Beispiel zu einem großen Vulkanausbruch. Das könnte eine mögliche Erklärung sein. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser Frage, was macht den Mensch zu Menschen, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese Frage jetzt dann auch wirklich auf den Grund zu gehen. Und eine Möglichkeit, die mein Kollege Svante Paabo in den letzten Jahren doch sehr erfolgreich durchführt, ist, dass er genetisch gezielt DNA verändert und DNA in den Ursprungszustand zurückbringt, wie er zum Beispiel beim Neandertaler oder beim Vorfahren von Menschen Neandertaler war. Das heißt, dieser Frage wirklich ganz tief auf den Grund geht. Das heißt, wir haben ja jetzt mittlerweile das Genom vom Neandertaler
Und wenn wir jetzt das Genom von Neandertaler mit dem des Schimpansen und dem des modernen Menschen vergleichen, dann können wir jetzt genau herausfinden, welche Veränderungen hat es auf der menschlichen Linie gegeben. Das heißt, in den letzten 400, 500.000 Jahren, nachdem sich Neandertaler und Mensch voneinander getrennt haben. Und wir können dann im Prinzip die Sequenzen vergleichen und finden dann Positionen, wie vielleicht zum Beispiel diese Stelle hier, an der ist der Schimpanse identisch mit dem Neandertaler, aber moderne Menschen sind unterschiedlich und können jetzt diese Position uns anschauen, die quasi menschspezifisch sind, die, wenn man das so will, dann wirklich den Mensch zum Menschen machen und von den anderen Urmenschen unterscheiden. Und da gibt es gar nicht so viele Unterschiede, die zum Beispiel die Aminosäuren in den Genen verändern. Das sind sogenannte nicht-synonyme Austausche in der DNA. Da gibt es nur ungefähr 100 Aminosäureunterschiede, wo quasi alle modernen Menschen sich vom Neandertaler und vom Denisovaner unterscheiden, die sich quasi auf unserer Linie verändert haben. Und was sich Svante Paabo jetzt in den letzten Jahren zum Ziel gesetzt hat, ist jetzt gezielt in Zelllinien zum Beispiel diese Gene in den Ursprungszustand zurückzubringen, um dann zu sehen, ob man einen phänotypischen Unterschied sieht. Und das heißt, man kann zum Beispiel dann Zelllinien nehmen und kann mit den Zelllinien sogar kleine Mini-Organe wachsen lassen. Diese Mini-Organe nennt man auch Organoide, die sehen dann ungefähr so aus. Ist im Prinzip auf der Petrischale so ein kleines Mini-Gehirn, was man da wachsen lassen kann, oder ein Mini-Herz, was sogar anfängt zu schlagen, und kann dann gucken, ob diese neandertalisierten Organoide, also quasi die Neandertaler-Variante des Gens haben und die moderne menschliche Variante haben, zum Beispiel unterschiedlich sind. Ob wir vielleicht zum Beispiel finden, dass sich die Anzahl der Dendriten, also der Verästelung, verändert oder dass sich die anders entwickeln. Also kann wirklich so der Frage nachgehen, was ist der richtig der phänotypische Unterschied zwischen diesen quasi Neandertaler-Versionen dieser kleinen Organe und der quasi modern menschlichen Version. Man könnte theoretisch natürlich auch noch einen Schritt weitergehen und könnte alle Unterschiede in eine Zelllinie einbringen und könnte vielleicht sogar theoretisch einen neandertalisierten Mensch jemanden einpflanzen und vielleicht sogar gebären lassen. Das ist aber natürlich ethisch sehr, sehr problematisch. Nicht ausgeschlossen, dass man das irgendwann tut. Allerdings auch ein Projekt, was, denke ich, sehr wenig Sinn macht. Weil so ein Neandertaler, der dann vielleicht mal entstehen würde, der hätte natürlich genauso Menschenrechte wie alle Menschen auch. Der würde wahrscheinlich auch eine menschliche Frau zur Frau nehmen, hätte mit der Kinder. Dann hätten wir nur noch die Hälfte vom Neandertaler in einer Generation und innerhalb von 10 Generationen wäre von den Neandertalern nichts mehr übrig, weil es natürlich viel mehr moderne Menschen als Neandertaler gibt. Insofern denke ich, wird das niemand machen und macht auch wenig Sinn. Aber so können wir zumindest dieser Frage wirklich dann im Detail nachgehen, was macht der Mensch zum Menschen. Ich denke, viel näher kommen wir an diese Frage gar nicht. Natürlich ist die Geschichte des Menschen nicht vorbei vor 50.000 Jahren, also beginnt erst so richtig, der Mensch breitet sich überall aus, das haben wir gerade schon gesagt, und das ist was, worauf auch meine Forschung in den letzten Jahren sehr stark fokussiert hat, nämlich die Ausbreitungsgeschichte des Menschen auf der Erde. Und wir haben dafür jetzt über 15.000 Skelette untersucht, das sind alle, die wir jetzt bei uns im Labor untersucht haben, mal zusammengetragen, man sieht das wirklich auf allen Kontinenten, von über 2.000 unterschiedlichen archäologischen Fundstellen. Und so sind wir jetzt im Prinzip in der Lage, diese genetische Ausbreitungsgeschichte zu erzählen, die Besiedlungsgeschichte unterschiedlicher Kontinente. Wir sehen genetische Verschiebungen, wir sehen Migrationen, wir sehen wirklich, wie sich die Menschen durch Raum und Zeit in den letzten 50.000 Jahren auf der Welt ausgebreitet haben. Und da gibt es natürlich jetzt ganz viele unterschiedliche Kapitel dieser Menschheitsgeschichte, die ich kurz anschneiden könnte. Ich habe mich jetzt nur für ein paar wenige entschieden, weil es dann doch zu viel Informationen wären und wir würden wahrscheinlich den ganzen Abend hier zusammen verbringen. Aber so möchte ich Ihnen zumindest einen Eindruck geben von dem, was man mit dieser genetischen Geschichte oder Archäogenetik machen kann. Eine Frage, die uns persönlich sehr oder mich persönlich sehr umgetrieben hat in den letzten Jahren, war diese Frage nach der neolithischen Revolution. Das ist so ein quasi Kapitel in der Menschheitsgeschichte, was der Übergang ist vom Jäger und Sammler zum niedergelassenen Ackerbauern, was sehr spannend ist, weil das ist eigentlich so die größte, wenn man wieder über Revolution redet, die größte Veränderung dann in der Menschheitsgeschichte. Wir waren 7 Millionen Jahre Jäger und Sammler, waren quasi dann auch weil sie haben uns angepasst, biologisch angepasst an das Leben als Jäger und Sammler und haben dann vor ungefähr 7.000 Jahren begonnen, eine neue Lebensweise zu etablieren, nämlich den Ackerbau, haben Tiere domestiziert, haben uns niedergelassen, wurden im Prinzip von einem Hordentier zu einem Tier, was quasi dann als Zivilisation in großen Siedlungen zusammenlebt, also eine ganz andere dann natürlich auch Dynamik entfaltet. Viele natürlich der Folgen von diesem Wandel, die haben wir heute noch,
Mal abgesehen von Überbevölkerung haben wir sicherlich auch gesundheitliche Probleme mit der großen Menge von Kohlenhydraten, die wir jetzt aufnehmen, aber sicherlich auch viele Dynamiken, wie zum Beispiel Gruppendynamiken, die sehr interessant sind bei Menschen, gehen sicherlich auch noch auf unser Erbe als Hordentier zurück. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Übergang. Und was der uns auch zeigt, was auch sehr interessant ist für diese Frage, was den Menschen zum Menschen macht, ist, dass der moderne Mensch eine sehr hohe, wie schon erwähnt, Kulturfähigkeit hat und auch Plastizität. Er entwickelt ja eine völlig neue Lebensweise. Er passt sich an dieses neue Leben an. Er dringt auch in unterschiedlichste Lebensräume vor. Das haben Sie ja in den letzten Vorlesungen schon gehabt. Die Menschen gehen in die Wüste, die Menschen gehen in die Arktis. Die Menschen besiedeln im Prinzip Lebensräume, die nie ein Urmensch zuvor besiedelt hat. Und das scheint was zu sein, was den Menschen auch auszeichnet. Und da kann man sich natürlich auch fragen, gibt es dafür eine genetische Grundlage? Und eine sehr interessante Erkenntnis, die ich eigentlich tatsächlich im Schreibeprozess des Buches hatte, ist, was uns, glaube ich, auch viel über diese biologische Grundlage für diese Plastizität und Kulturfähigkeit aussagt, ist die Tatsache, dass dieser neolithische Revolution, dieser Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern parallel mehrfach auf der Welt stattgefunden hat. Wenn man sich das nämlich anschaut auf der Weltkarte, all diese dunklen Flecken hier, das sind Regionen, in denen der Ackerbau entstanden ist und zumindest für Ostasien, den Nahen Osten, Afrika, Papua-Neuguinea und die Amerikas, sagt man, dass es unabhängig voneinander entstanden ist. Das ist keine Idee gewesen, die man den Nachbarn weitergegeben hat und die sich dann rumgesprochen hat, sondern es ist tatsächlich unabhängig voneinander, haben die Menschen Ackerbau entwickelt, haben verschiedene Tiere domestiziert, haben verschiedene Pflanzen domestiziert, hier ein paar Beispiele aufgeführt. Und das zeigt im Prinzip auch, dadurch, dass es zu dieser weltweiten Entwicklung gekommen ist, dass es dafür scheinbar auch eine biologische Grundlage gibt, das zu entwickeln. Was interessant ist, weil die Menschen schon vor 100.000 Jahren Afrika verlassen haben, weil sie vor 100.000 Jahren schon an diesen Orten waren, in einer Zeit, als das Klima ähnlich mild war wie in den letzten 10.000 Jahren. Und sie haben trotzdem diesen Ackerbau vorher nicht entwickelt. Das heißt, man könnte hier spekulieren, dass es zu einer genetischen Veränderung gekommen ist, einer Art Mutation, könnte man sagen, oder irgendeine genetische Grundlage, die uns diese komplexe Kulturfähigkeit gibt, die vielleicht in den letzten 100.000 Jahren entstanden ist, irgendwo in Afrika und dann mit den Menschen aus Afrika ausgewandert ist und dann parallel auf der Welt zu diesen Entwicklungen geführt hat. Was auch sehr interessant ist, ist die Anpassungen, die dann stattgefunden haben in den letzten paar tausend Jahren. Die kann man sich jetzt auch anschauen. Wir haben ja jetzt im Prinzip die DNA durch die Zeit und wir können uns damit auch anschauen, wie sich bestimmte Phänotypen verändern. Das heißt, Sie sehen hier auf der X-Achse Zeit und auf der Y-Achse die Frequenz von bestimmten Mutationen. Und da gibt es zum Beispiel die hellen Augen, die kennen Sie sicherlich viel typisch für die Europäer, zumindest sehr häufig im Westen von Eurasien. Und wenn man sich diese rote Variante anguckt, die haben sehr, sehr viele Menschen, die verursachen helle Augen, also das heißt blau und grün. Wenn ich jetzt durch die Zeit zurückgehe, dann sehe ich, dass die Frequenz abnimmt und dass zum Beispiel die frühen Ackerbauern, die nach Europa eingewandert sind, wie wir jetzt wissen, aus Anatolien kamen, den Ackerbau zu uns gebracht haben, die hatten eher dunkle Augen. Und wenn man zum Beispiel in der Zeit zurückgeht, dann sieht man, dass die Menschen zum Beispiel vor 8000 Jahren alle in Europa helle Augen hatten. Das heißt, wir haben im Prinzip diese Entwicklung, diese Dynamik, dass sich hier diese Frequenz dieses Gens verändert, zum Teil durch Einwanderung, zum Teil aber auch vielleicht eine gewisse Anpassung. Und es wird auch spekuliert, wie die Augenfarbe, dass es auch eine Art sexuelle Selektion gab. Spannend ist es auch, wenn wir uns Hautfarbe anschauen. Hautfarbe ist hier diese grüne und die blaue Variante, die ist heute fixiert in Mitteleuropäern. Wenn wir uns das durch die Zeit angucken, die verursacht helle Haut. Wenn wir uns in der Zeit uns das anschauen, dann hatten die frühen Ackerbauern eine wesentlich niedrigere Frequenz dieser hellen Hautgene. Das bedeutet, sie hatten im Durchschnitt dunklere Haut als die Menschen, die heute in Europa leben. Und gehen wir zum Beispiel zurück zu den Jägern und Sammlern, die hier vor 8000 Jahren gelebt haben, bevor es hier Ackerbau gab, dann hatten die alle dunkle Haut. Das heißt, der Phänotyp der Ureuropäer war eigentlich dunkle Haut und helle Augen. Und die helle Haut ist in den letzten 8000 Jahren in Europa entstanden, wahrscheinlich als Anpassung an den Ackerbau, weil Ackerbau bedeutet, wir haben eine andere Ernährung, wir haben vor allem weniger Vitamin D in der Nahrung und weniger Vitamin D bedeutet dann natürlich auch, dass man einen Nachteil hat, das heißt, man bekommt gesundheitliche Probleme, eine Möglichkeit, man kann Vitamin D in der Haut produzieren durch Sonnenlicht, aber wenn man dunkle Haut hat,
produziert man weniger. Und das heißt, eine Möglichkeit, um das zu kompensieren, ist eine hellere Haut zu bekommen. Und deswegen vermuten wir, dass die Menschen heller geworden sind. Und es gibt auch noch so andere Sachen, wie zum Beispiel die Anpassung an die Milchwirtschaft. Die passiert allerdings erst relativ kürzlich. Das heißt, heute ist die Laktosetoleranz in Mitteleuropa bei so 60-70%. Aber vor 4000 Jahren war sie noch fast nicht vorhanden. Wir sehen im Moment, dass die Eisenzeit, so vor 2000-3000 Jahren, breitet sich diese Anpassung an die viele Milch in der Nahrung an. Also wie gesagt, es gibt auch diese biologischen Anpassungen. Das heißt, zusammenfassend kann man hier sagen, der moderne Mensch, was zeichnet ihn aus? Die hohe Anpassungsfähigkeit, die hohe Kulturfähigkeit, die wir bei den anderen Urmenschen nicht hatten. Er ist sehr stark expansiv, er breitet sich in kürzester Zeit überall aus. Er scheint so eine Art Neugier ins Genom geschrieben haben. Also ich sage da manchmal so ein Abenteuer- oder Entdeckungslust-Gen, was wir vielleicht haben, was die anderen Urmenschen vor uns nicht hatten. Die anderen Urmenschen haben niemals Wasser überquert, wo sie am Horizont nichts sehen konnten. Und wir sind die Ersten, die dann sagen, nee, ist mir egal, ich sehe da zwar nichts, aber auf in den Ozean. Das ist schon eine sehr, sehr verrückte Spezies, dieser moderne Mensch. Und wir haben eine sehr hohe Reproduktionsrate. Das heißt, wir haben wahrscheinlich mehr Kinder im Durchschnitt, vor allem natürlich auch durch den Ackerbau, wo man im Prinzip mehr Kinder bekommen kann, wo man über Getreide und Milch die Säuglinge auch früher abstillen kann, schneller wieder schwanger wird, dementsprechend auch mehr Kinder bekommt. Und zusätzlich diese genetischen Anpassungen an die Umwelt, die dann im Laufe der letzten paar tausend Jahre entstehen. Und da gibt es auch schöne Beispiele für diese großen dann Menschheit, in der Menschheitsgeschichte, für diese großen Besiedlungsdistanzen, die Menschen zurückgelegt haben. Ich hatte das Beispiel, die Besiedlung des Pazifischen, kurz erwähnt, also dass wir im Prinzip in wenigen tausend Jahren diesen ganzen Pazifik besiedelt haben, die kleinsten Inseln entdeckt haben. Die Geschichte beginnt im Prinzip vor 4000 Jahren in Taiwan. Da breiten sich dann Menschen über Südostasien aus und gehen dann im Prinzip hier aufs offene Meer hinaus. Wie gesagt, die Inseln, die man gar nicht sehen kann, die tausende Kilometer voneinander getrennt sind. Und vor 800 Jahren, die für mich unglaublichste dann Besiedlungsgeschichte, wo dann Menschen von Tahiti aus Richtung Osten aufbrechen und die Osterinsel finden. Ja, im Umkreis von 3000 Kilometer um die Osterinsel ist nichts. Und trotzdem finden sie das. Und Madagaskar wird auch von diesen Menschen entdeckt. Also es ist unglaublich, Abenteuerlust und Entdeckergehen, was man in sich haben muss. Ja, die Osterinsel ist, wie gesagt, nur eine ganz winzig kleine Insel, nur so 40, 50 Kilometer groß. Und die wird zu dieser Zeit besiedelt, um ungefähr 1300. Und das ist am Anfang eine sehr, sehr erfolgreiche Besiedlungsgeschichte. Das heißt, die Menschen machen sich die Insel urbar, breiten sich aus. Es wird geschätzt, dass um 1600 auf der Insel ungefähr 30.000 Menschen leben. Sie entwickeln diese komplexe Kultur, diese Moai-Statuen, die haben Sie sicherlich auch schon mal alle gesehen. Aber vielleicht ist Ihnen auch so ein bisschen das Schicksal dieser Osterinsel bekannt. Die Population schrumpft sehr stark nach dieser Zeit. Wir haben dann im späten 19. Jahrhundert nur noch ein bisschen mehr als 100 Menschen auf dieser Insel. Und das hat nicht nur etwas mit der Kolonialgeschichte zu tun, wo Krankheiten eingeschleppt werden und Menschen auch verschleppt werden, sondern diese quasi Rückgang der Population, der beginnt schon viel früher. Der beginnt schon im 16. Jahrhundert, geht die Bevölkerungszahl sehr stark zurück. Und es wird vermutet, dass es einfach eine Geschichte von Überbesiedlung war. Das heißt, die Population ist viel zu groß gewesen für diese kleine Insel. Die war mal bewaldet. Heutzutage gibt es keinen Wald mehr auf der Insel. Und diese kleine Insel gibt im Prinzip nicht genügend Ressourcen diesen Menschen und die Bevölkerung kollabiert. Und das ist so ein bisschen dann auch, wo ich vielleicht am Ende so ein bisschen hin möchte, vielleicht auch ein Beispiel für die Zukunft der Menschheit. Und zwar ein düsteres Beispiel, aber vielleicht auch ein Punkt, an dem man erkennen kann, was passiert, wenn man im Prinzip die Ressourcen, die einem gegeben sind, nicht gut ausnutzt. Also man könnte so ein bisschen vielleicht das so als Art Mini-Anthropozän sehen, die Geschichte der Osterinsel. Und es ist natürlich eine Geschichte, die vielleicht etwas mulmig einmacht und uns natürlich trotzdem vor allem jetzt im 21. Jahrhundert beschäftigen muss, nämlich dieses Bevölkerungswachstum, dieses explosionsartige Bevölkerungswachstum, was die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren auszeichnet. Wir waren vor 10.000 Jahren vielleicht ungefähr ein paar Millionen, vielleicht 4 Millionen Menschen. Wir sind heute knapp 8 Milliarden Menschen. Und besonders natürlich dann mit der Industrialisierung, aber auch mit dem Ackerbau breitet sich diese Bevölkerung explosionsartig aus. Wie gesagt, die Grundlagen werden gelegt mit dem Ackerbau, dann so richtig mit der Industrialisierung, wo wir dann von vielleicht 600 Millionen
auf 8 Milliarden in die Höhe schießen. Und wir natürlich alle wissen, was das mit sich bringt, diese quasi, nachdem alle Landmassen besiedelt sind und sich der Mensch immer weiter ausbreitet, immer dichter die Bevölkerung wird und wir natürlich quasi dann auch die Ressourcen von diesem Planeten ausschöpfen. Was hier auch noch eine ganz interessante Zahl ist, ist diese Zahl, dass zu dieser Zeit, als der Mensch beginnt, Ackerbau und Tierzucht durchzuführen, also das heißt Nahrung das erste Mal selbst zu produzieren, nicht nur zu sammeln und zu jagen, da ist der Mensch und seine Haustiere ungefähr 0,1% aller Säugetiere auf diesem Planeten. Vielleicht wissen Sie es, was wir jetzt sind. Wir sind im Moment 97% aller Säugetiere, das heißt der Mensch und seine Haustiere. Also wir haben im Prinzip einen Großteil der Biosphäre natürlich besiedelt und einen Großteil der Säugetiere auf dieser Erde verdrängt. Und das führt natürlich zu vielen von den Faktoren, die Sie natürlich jeden Tag in den Medien verfolgen können. Wir haben natürlich die Temperatur, die global ansteigt. Und wenn man sich die Entwicklung für die nächsten, die Prognosen für die nächsten 50 Jahre anguckt, dann ist das natürlich sehr besorgniserregend mit wahrscheinlich 2 bis 3% Temperaturanstieg in den nächsten paar Jahren. Und das führt natürlich neben der Überbevölkerung, der Zerstörung der Umwelt und der Ökosysteme zu dieser größten oder zu einer der größten Aussterbeereignisse in der Geschichte der Erde, neben quasi dem vielleicht Einschlag des großen Meteoriten vor 65 Millionen Jahren und dem Beginn sicherlich auch der Eiszeit des Pleistozäns, haben wir hier eine sehr, sehr traurige im Prinzip Entwicklung, die Erde im Moment durchmacht, die menschgetrieben ist, ohne Frage. Und dann kann man natürlich auch sagen, dass diese Erwärmung natürlich auch die Menschheit betreffen wird. Also nicht nur, dass wir die Natur zerstören, aber natürlich, abgesehen von extremen Wetterereignissen, haben wir sicherlich auch zusätzlich natürlich Ausbreitung von Krankheiten, die immer mehr dann auch aus den Tropen zum Beispiel nach Norden wandern und dann natürlich auf dicht besiedelte Gebiete wie Europa oder Nordamerika treffen. Und das ist dann so ein bisschen auch so die vielleicht Schlussfolgerung dieses Buches gewesen, was ich da mit Thomas zusammen geschrieben habe. Diese Frage, sind wir Homo Hybris? Hybris in dem Sinne, dass es eine gewisse vielleicht ja Anmaßung ist. Wir wissen ja eigentlich seit Jahrzehnten, was zu tun ist. Wir wissen ja genau, was wir machen sollen. Und wir leben trotzdem über unsere Verhältnisse. Wir wissen, wie viel uns die Erde zur Verfügung stellt. Und trotzdem kann sich jeder, glaube ich, an die eigene Nase fassen. Wir konsumieren mehr, als wir eigentlich sollten. Wir reisen viel, wir konsumieren viel, essen viel Fleisch und so weiter. Und wir wachsen immer noch stark. Auch wenn Demografen sagen, wahrscheinlich werden wir uns irgendwo einpendeln bei 11 Milliarden, dann gibt die Erde uns im Moment nicht genügend Ressourcen für diese vielen Milliarden Menschen. Wir müssen uns quasi in unserer Lebensweise verändern, reduzieren. Und es ist so ein bisschen, wie gesagt, dieser Hybris, dieser Hochmut, diese Vermessenheit, wie wir eigentlich sehenden Auges gegen den Abgrund laufen, gegen die Wand laufen, weil wir wissen eigentlich alle, was zu tun ist und die wenigsten tun es. Und das ist so ein bisschen diese Fragestellung vom Anfang, ist es vielleicht unsere Natur? Das war quasi das Geheimnis unseres Erfolges, dass wir innerhalb von relativ kurzer Zeit die gesamte Erde besiedelt haben, dass wir uns die Erde untertan gemacht haben, dass wir in Lebensräume hervorgedrungen sind, die für andere Tiere kaum zugänglich waren, wie die Wüste oder die Arktis oder das Meer. Und wir haben das geschafft, weil wir das können, weil wir diese Kulturfähigkeit haben, weil uns quasi die Evolution dazu verholfen hat, ein solches kulturfähiges, expansives Säugetier, intelligentes Säugetier zu werden, was diese ganzen Technologien hervorbringt und diese hohe Anpassungsfähigkeit und Plastizität besitzt. Aber jetzt sind wir natürlich an einem Punkt gekommen, wo wir uns eigentlich nicht mehr ausbreiten können. Wir haben den quasi die gesamte Erde besiedelt. Wir können nicht mehr viel dichter leben und wir können keine zusätzlichen Kontinente mehr entdecken, weil es gibt auf dieser Erde nichts mehr zu entdecken. Wir haben alles entdeckt, wir haben alles besiedelt, wo man leben kann. Also vielleicht der Meeresgrund, aber das kann sich vielleicht nur Jules Verne gut vorstellen, dass wir das wirklich tun. Das ist sicherlich so nicht möglich und ich denke, wir haben sicherlich noch einige Regionen, wo vielleicht noch Menschen leben können, aber wir zerstören natürlich damit noch viel mehr Umwelt und würden diese Erde noch viel mehr schaden, als wir das überhaupt schon in den letzten 100 Jahren getan haben. Was zum Teil dann so ein bisschen als Fluchtgedanke kommt, und das ist was ich am Ende noch kurz dekonstruieren möchte, ist diese Idee der Expansion ins Weltall. Und das ist wirklich für mich
eigentlich eine Ablenkungsstrategie. Eine Ablenkungsstrategie zum Teil von Menschen, die sehr, sehr viele Ressourcen zur Verfügung haben. Und Sie wissen sicherlich alle, welche Personen ich hier anspreche, die uns im Prinzip diese Geschichte vor Augen führen. Ja, wenn die Erde dann kaputt ist, viele von Ihnen haben vielleicht Don't Look Up gesehen auf Netflix, dann setzen wir uns in die Rakete und fliegen im Prinzip zu einem anderen Planeten und dann wird der besiedelt. Aber an der Stelle muss man ganz klar sagen, das ist nicht möglich, auch wenn uns im Prinzip diese Menschen dieses Gefühl geben, dass die Menschheit ins Weltall expandieren kann, dann dürfen wir nicht vergessen, wie die Distanzen im Weltall sind. Diese zwei kleinen Kugeln, die Sie hier sehen, können Sie sich vorstellen, was das ist. Das ist die Erde und das ist nicht etwa der Mars, sondern das ist der Mond und das ist die maximale Distanz, die der Mensch bisher zurückgelegt hat und diese Distanz beträgt eine Lichtsekunde. Das heißt, das Licht braucht eine Sekunde zwischen Mond und Erde. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, wir würden zum nächsten Sonnensystem eine interstellare Raumfahrt quasi durchführen wollen, dann müssten wir quasi zu Alpha Centauri fliegen, das ist die nächste Sonne von unserer Sonne. Und das sind 4,3 Lichtjahre, also 1,3 Milliarden Lichtsekunden. Das heißt, wir müssten das 1,3 Milliardenfache zurücklegen an dem, was wir bisher zurückgelegt haben, zum Mars. Und das ist nicht möglich. Es gibt keine Technologien, die es uns erlauben würden, auch nur annähernd mit der Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Und selbst mit Lichtgeschwindigkeit bräuchten wir eine so lange Zeit, dass wir das nicht überleben würden. Die Idee kommt davon, Mehrgenerationen-Raumschiffen, aber die bräuchten eine Bleihülle, die wäre so dick, die bräuchten eine eigene Atmosphäre, weil die Atmosphäre uns natürlich nur so vor der Strahlung schützen könnte, die im Weltall herrscht. Also es ist absolut nicht möglich. Und es gibt dann auch so interessante Ideen wie das Fermi-Paradox, was ihr sagt, dass im Prinzip es keine Spezies bisher geschafft hat. Das heißt, wenn Sie sich das anschauen, die Milchstraße unserer Galaxie besteht aus 100 Milliarden Sonnensystemen. Das heißt, mindestens 1 Billion Planeten, die da irgendwo existieren. Und es gibt halt dieses schöne Paradox von Fermi, was halt sagt, dass wenn es so viele Planeten gibt, dann ist das intelligente Leben mehrfach entstanden in unserer Milchstraße. Dann hätte es aber auch Milliarden Jahre Zeit gehabt, zu expandieren. Und wenn es so viel Zeit hätte, dann hätte es eigentlich hierher kommen müssen, weil es sich genauso exponentiell ausgebreitet hätte wie der Mensch auf der Erde. Aber die Tatsache, dass keine Außerirdischen auf der Erde sind, zeigt uns eigentlich, dass es nicht geht, weil es nämlich schon mehrfach irgendwo stattgefunden hätte, dass intelligentes Leben entsteht, aber quasi das eigene Sonnensystem nicht verlassen kann, weil einfach die Distanzen viel zu weit sind. Wir stellen uns das immer so einfach vor, weil es, glaube ich, dieser Science-Fiction ist, den wir vielleicht viele von uns mögen und der uns, wie gesagt, auch von vielen von diesen reichen Menschen vorgespielt wird. Aber am Ende dürfen wir nicht vergessen, wir leben auf dieser kleinen blauen Murmel. Wir haben nur diese eine blaue Murmel in unserem Sonnensystem. Das nächste Sonnensystem können wir höchstwahrscheinlich niemals erreichen und auch das nicht in vielen tausend Jahren und vielleicht sogar in Millionen Jahren nicht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir nachhaltig auf diesem Planeten leben. Wir müssen unsere Natur überwinden. Wir müssen im Prinzip versuchen, die globalen Grenzen, die uns die Erde setzt, zu akzeptieren und nachhaltig leben. Das ist die einzige Möglichkeit, damit es auch in ein paar hundert Jahren noch Menschen auf dieser Erde gibt, die so in einer doch großen Wohlstand und Zivilisation leben, wie wir das im Moment für uns beanspruchen. Aber wir müssen vielleicht an unseren Ansprüchen arbeiten, die ein bisschen zurückziehen, damit wir am Ende in der Lage sind, auch nachhaltig, auch noch in zukünftigen Generationen auf dieser Erde zu leben. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich auf die weiteren Fragen. Das sind die zwei Bücher, die dir zu den Themen erschienen sind, sind auch in verschiedenen anderen Sprachen zu haben. Und ja, ich danke natürlich meiner ganzen Abteilung, die diese ganzen Forschungsprojekte, die ich eben zum Teil heute vorgestellt habe, möglich machen. Vielen natürlich verschiedenen Institutionen, die das Ganze finanzieren. Und ja, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Herr Krause. Normalerweise gibt es jetzt an dieser Stelle vom freundlichen Mainzer Publikum einen ohrenbetäubenden Applaus, bis der Vortragende rote Backen bekommt oder die Vortragende. Und wir freuen uns jetzt erstmal sehr über diese aufregende Reise in das Netzwerk der Zeit, in diese Idee, mit der wir ja alle nicht aufgewachsen sind. Wir haben es nicht in der Schule gelernt, nicht in unseren Lehrbüchern gehabt, dass wir alle so ein bisschen Neandertaler vielleicht sind. Und ich weiß nicht, ob unter Ihnen auch noch welche sind, die sich eher Denisovan fühlen. Und damit würde ich jetzt gerne nochmal anfangen, weil wir ja alle wissen, wie unglaublich mühsam wir uns, also der moderne Mensch, überhaupt beibringen, dass wir eine Menschheit sind, dass Rassismus keinen Platz hat, dass wir uns so ähnlich sind eigentlich alle, egal welche Augenfarbe oder Hautfarbe.
Und vielleicht fangen Sie noch mal an, zu erklären, wie ähnlich wir uns sind. Und selbst wenn wir Neandertaler und Homo sapiens zusammenrechnen, mit was kann man das denn für Artenpaaren, die wir so kennen, vergleichen? Also wir sind uns tatsächlich unglaublich ähnlich. Also in unserer DNA sind quasi menschliche Populationen, selbst die diversesten menschlichen Populationen aus West- und Ostafrika oder West- und Südafrika zu 99,9% identisch in der DNA. Das heißt 0,1% Unterschiede. Und das sind zwar dann immer noch Millionen über das gesamte Genom gesehen, aber trotzdem nur sehr wenig. Und was hier auch sehr wichtig ist, ist, dass aus genetischer Sicht diese ganze Idee, die im Rassismus ja immer mitschwingt, dass es diese unterschiedlichen Formen moderner Menschen gibt, sich überhaupt nicht biologisch bestätigen lässt. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2019 auch die sogenannte Jena-Erklärung veröffentlicht, wo wir genau das dekonstruiert haben, das quasi Rassekonzept für Menschen. Davon abgesehen, dass das Wort natürlich sehr stark missbraucht wurde im 20. Jahrhundert. Das Wort selbst kann man im Prinzip aus biologischer Sicht im Deutschen hauptsächlich sehen, als Unterart Mensch, dann für den Menschen angewandt. Wir tun es hauptsächlich für Haustiere, da wird das Wort auch immer noch verwendet. Aber auch da eigentlich macht es gar keinen so richtigen Sinn, weil auch bei Haustieren würde ich nicht von Unterarten sprechen. Da hat man allerdings noch ein völlig anderes Konstrukt, weil so ein Haustier, das ist gezüchtet, das ist künstlich, da findet man quasi, hat man eng verwandte Geschwister zum Teil miteinander verpaart, um bestimmte Eigenschaften quasi zu fixieren zwischen Populationen. Und bei modernen Menschen ist das ganz anders. Bei modernen Menschen haben wir sehr viel genetische Unterschiede innerhalb einer Population. Das heißt, wenn ich meine Mutter und meinen Vater, die zum Beispiel aus Mitteleuropa kommen, miteinander genetisch vergleichen würde, finde ich vielleicht so 4,2 Millionen Unterschiede in der DNA. Und wenn ich die beiden jeweils mit einer Person aus Peking vergleiche, da finde ich 4,3 Millionen Unterschiede. Das heißt, wir haben kaum mehr Unterschiede zwischen einem Mitteleuropäer und einem Ostasiaten als zwischen einem Mitteleuropäer und einem Mitteleuropäer. Das heißt, wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich. Und davon abgesehen haben wir genetische Gradienten auf der Welt. Das heißt, an keiner Stelle könnte ich sagen, hier fangen Asiaten an, hier hören Europäer auf. Das heißt, es ist eigentlich eine große genetische Wolke, die wir auch sehr schön in diesen großen genetischen Datensätzen sehen. Und da fällt an keiner Stelle auf, hier fängt Afrika an, hier hört Westasien auf und Europa an und so weiter. Das heißt, wir haben einen genetischen Gradienten. Und selbst da muss man halt auch sagen, 99,9% ist sehr, sehr ähnlich. Also selbst bei Musculus und Muspretus oder anderen Organismen, wie jetzt sind verschiedene Mäuse oder auch verschiedene Unterarten von Mäusen, die sind viel genetisch diverser, als das der moderne Mensch ist. Also wir haben uns vor sehr, sehr kurzer Zeit, vor 50.000 Jahren, erst voneinander getrennt, die Menschen außerhalb von Afrika. Das ist gar nicht viel Zeit. Das sind vielleicht 2000 Generationen. Und dann muss man halt auch dazu sagen, dass wenn ich den Menschen schon in biologische Einheiten unterteilen möchte, dann ist es auch völlig falsch, die Afrikaner und Asiaten und Europäer voneinander zu trennen, weil wenn, dann musste ich Afrikaner voneinander trennen, weil das die tiefsten Linien sind beim Menschen. Das heißt, Westafrikaner, Ostafrikaner oder Westafrikaner und Südafrikaner haben sich vor über 100.000 Jahren getrennt und die Menschen außerhalb Afrikas sind viel näher verwandt mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Insofern sind wir aus genetischer Sicht, wenn man einen Stammbaum erstellen würde, eigentlich die Menschen außerhalb Afrikas Ostafrikaner und alle Menschen sind Afrikaner. Das heißt, die Zweige, die dicken Äste im Stammbaum und der quasi dann auch die Wurzel des Stammbaumes des modernen Menschen steht in Afrika und da sind auch die dicken Zweige und nur ein kleiner Ast sind die Menschen außerhalb Afrikas. Also auch das macht wenig Sinn. Insofern kann eigentlich die Genetik, wie aus meiner Sicht keine andere Wissenschaft, der Idee von menschlichen Rassen zum Beispiel, den quasi Boden unter den Füßen wegziehen, auch wenn das viele Menschen vielleicht gar nicht so sehr empfinden, aber ich sehe es zumindest so, weil wir wirklich zeigen können, wie ähnlich sich die Menschen sind und dass das wenig Sinn macht. Aber, und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es gibt so die Tendenz beim Menschen sehr schnell, so eine Gruppendynamik dann doch entstehen zu lassen. Es gibt diese tollen Beispiele, wo man dann irgendwo Kindern ein rotes und blaues T-Shirt anzieht in der Klasse und ganz schnell entstehen im Prinzip Hierarchien und Unterdrückung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser biologisches Erbe, weil wir als Hordentier so lange gelebt haben und auch bei Schimpansen sehen wir das, dass wenn zwei Gruppen aufeinandertreffen, sie sehr aggressiv miteinander sind. Also dass wir im Prinzip dieses biologische Erbe haben, was wir aber natürlich auch erfolgreich in den letzten 5000 Jahren überwunden haben. Sonst könnten wir nicht in einer so komplexen Gesellschaft und Zivilisation zusammenleben. Aber wir sehen natürlich auch, wie wir es jetzt vielleicht auch zum Teil in Osteuropa gesehen haben, in kriegerischen Auseinandersetzungen brechen diese Systeme dann manchmal
auseinander und dann entsteht zum Teil auch wieder diese doch, ja, vielleicht, wenn man dann doch über das Tier im Menschen redet, diese tierischen, diese animalischen Instinkte vielleicht raus, und diese Gruppendynamiken werden dann wesentlich stärker, also was auch natürlich sehr, sehr traurig ist, was wie gesagt eigentlich als überwunden gelten sollte, aber vielleicht auch ein Teil unserer Hybris ist, unserer Natur, die es uns dann doch nicht erlaubt, das komplett, die Biologie komplett abzustreifen. Es ist ja faszinierend, wenn man dann durch diese Reise, also durch unsere Vernetztheit mit der Vergangenheit, die ist ja, das ist ja neues Wissen. Also ich bin Biologin, ich habe auch mich immer dafür interessiert, was über Tier, Mensch und unsere Geschichte zu lernen. Aber in meinem Wissen existierte vor ihren neuen Büchern und Veröffentlichungen auch unser Verhältnis zum Neandertaler und erst recht natürlich der Denisovan, der ist ja neu gefunden, nicht. Jetzt gehen wir also nochmal jetzt vernetzen wir uns also mit der Zeit. Und dann gibt es ja trotzdem fundamentale Fragen, wer wir sind. Weil wenn wir sagen, der moderne Mensch, und so ist es uns ja beigebracht, ist schlauer, schneller, reproduziert schneller, kann besser mit Pflanze und Natur umgehen, kann weiter reisen. Wir haben ja selber uns ganz viele tolle Eigenschaften zugeschrieben. Ist das korrekt oder wie können wir jetzt eigentlich überhaupt den Neandertaler und den Neandertaler in uns zusammenfassen und erklären? Ja, also der Neandertaler hat es uns beigetragen. Wir haben ja gehört, diese 2%, das ist natürlich nicht sehr viel. Das sind zum Teil Eigenschaften, von einigen Genen wissen wir das auch. Ich habe es ein paar erwähnt. Es gibt auch viele Immungene, die wir von ihm geerbt haben. Zum Teil auch Eigenschaften, was die Hautstruktur angeht, vielleicht sogar was die Pigmentierung angeht. Aber der Neandertaler, und das hat sich ja auch vielleicht ein bisschen verändert in den letzten 20 Jahren, wird eh auch immer mehr als Mensch in dem Sinne gesehen. Ich würde ihn eh immer Mensch nennen. Alles, was Homo ist, nenne ich Mensch. Also auch Homo erectus ist Mensch. Er hat auch natürlich ein sehr komplexe soziale Interaktion gehabt. Er hat sich um seine Verletzten gekümmert, um seine Alten gekümmert. Er war ein sehr erfolgreicher Jäger. Er hatte sicherlich eine Form von Sprache und komplexer Kommunikation. Und er hat sehr erfolgreich 300.000 Jahre oder 400.000 Jahre in Europa in der Eiszeit gelebt und hat hier im Prinzip in diesen sehr widrigen Bedingungen, würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreich überlebt. Das heißt, er ist vielleicht auch ein bisschen mehr Mensch geworden, als er das noch vor vielleicht 50 Jahren war, wo er so häufig auch dargestellt wurde, als eher so ein wilder Affe mit der Keule in der Hand oder so. Also ich denke, da hat sich auch so ein bisschen die Sicht auf den Neandertaler verändert und sicherlich auch durch diese Vermischung und quasi den Beitrag, den er uns gegeben hat. Aber ich denke, ansonsten muss man den Mensch immer noch als modernen Menschen sehen, weil es nur ein kleiner Beitrag ist, also als eine große im Prinzip dann menschliche Population, die zum Teil zwar diese Urmenschengene in sich trägt, aber natürlich zum Großteil, wie gesagt, mindestens 97% außerhalb Afrikas vom afrikanischen modernen Menschen abstammt und sich dann doch sehr, sehr ähnlich ist. Also wir sind dann doch, wie gesagt, genetisch sehr, sehr ähnlich. Wir sehen nur sehr wenige Unterschiede. Und zum Teil die Unterschiede, die wir sehen, die uns so auch ins Auge fallen, wie zum Beispiel Pigmentierung der Haut, wie schon erwähnt, ist eigentlich eine ganz, ganz kürzliche Entwicklung. Also dass die Menschen hell geworden sind, ist das vor ein paar tausend Jahren passiert. Was sich im Übrigen dadurch auch sehr, sehr schlecht eignet, um Menschen in Kategorien einzuteilen, Menschen, die helle und dunkle Haut haben, weil man die dunkle Haut sich am Äquator befindet, in Australien, auf den Philippinen, in Südasien, in Afrika, in Südamerika, und dass man die dann in eine Schublade packt als Populationsgenetiker, das macht ja auch keinen Sinn, weil das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Linien und Populationen und Migrationsbewegungen, und das ist, wie gesagt, aus die Landwirtschaft, die die Menschen weiß macht, also auch das natürlich eine sehr interessante neue Erkenntnis. Wenn man also auch da mit unseren Bildern im Kopf, und da muss man eigentlich auch mit vielen Bildern in Museen und in Fernsehserien aufräumen, dass Neandertaler und der moderne Mensch, also beide Sorten von Mensch, sich begegnet sind, sich miteinander vermehren konnten, dass sie doch auch Sprache hatten und, wie man auch seit kurzem erst weiß, wie ich gelesen habe, Kulturobjekte haben. Das kenne ich immer noch als Streitpunkt, dass Neandertaler keinen Schmuck hatten, dass sie keine Werkzeuge hergestellt haben in dem Sinne wie der moderne Mensch. Aber jetzt sind ja gerade Veröffentlichungen rausgekommen, wo man damit auch aufräumen muss. Das ist sicherlich umstritten, aber wie können wir uns diese Begegnungen vorstellen und das ist Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2, können Sie nochmal dann die Methode erklären, mit der Sie es überhaupt geschafft haben, uns so weit zurückreisen zu lassen? Ja, also was die Kunstfertigkeiten angeht, da tue ich mich auch immer noch recht schwer damit, die dem Neandertaler zuzuschreiben. Also es gibt da aus wissenschaftlichen Sicht sehr umstrittene neuere Befunde. Es ist ja häufig so, da wird dann irgendwas in Nature publiziert und das findet man dann sehr schnell auch in den Medien.
Und als bahnbrechende neue Erkenntnis, ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir seit 100 Jahren keine Neandertaler Kunst gefunden haben. Und was man jetzt mal gefunden hat, ist so eine Stanze, also wo im Prinzip so ein Handabdruck an irgendeiner Höhlendecke ist, der angeblich vom Neandertaler gemacht wurde. Aber wenn ich mit meinen Kollegen rede, die sich damit auskennen, die sagen, das könnte auch völlig falsch datiert sein. Also die sind da noch sehr skeptisch. Also ich würde sagen, da hat sich noch nichts an der Diskussion geändert. Ich glaube, der Neandertaler hatte auf alle Fälle nicht so komplexe Kunstfertigkeiten, wie wir modernen Menschen das haben. Und ich denke schon, dass das wieder, wie gesagt, diese Kulturfähigkeit ist, die wir haben, die vielleicht was Neues ist, die in der Evolution vielleicht vor relativ kurzer Zeit entstanden ist, wie gesagt, in den letzten 100.000 Jahren, die uns aber zu diesem Erfolg verholfen hat und zu dieser quasi Spezies, die diese hohe Plastizität hat, die niemand vor uns hatte, diese hohe Intelligenz im Prinzip, die es uns dann ermöglicht, dann so komplex im Prinzip dann zusammenzuleben oder neue Technologien zu entwickeln oder neue Lebensweisen hervorzubringen. Die Technologien, die wir verwenden, sind prinzipiell relativ einfach. Also wir extrahieren aus alten Knochen Erbmaterial. Die Evolution, die Biologie hat dafür gesorgt, dass DNA ein sehr stabiles Molekül ist, weil das ist unsere Erbinformation, die soll nicht so schnell kaputt gehen. Wenn die schnell kaputt geht, dann würde es Mutation bedeuten, dann würde es vielleicht Krebs bedeuten oder Entartung der Zelle bedeuten. Das heißt, das will die Evolution nicht und dafür hat sie gesorgt und hat dieses DNA-Molekül sehr stabil gemacht. Das verändert sich chemisch nicht so schnell, das reagiert nicht so schnell. Das ist, wie gesagt, dadurch stabil und auch für uns stabil, weil es die Zeit überdauert. RNA zum Beispiel tut das nicht, aber DNA kann man auch nach vielen Jahrtausenden noch finden. Die älteste DNA, das älteste Genom, was bisher untersucht wurde, ist 1,6 Millionen Jahre alt von einem Mammut aus dem Permafrost. Also so weit kann man mittlerweile zurückgehen. Die ältesten Menschen sind fast 500.000 Jahre alt aus der Cima de los Huesos auf der Bärischen Halbinsel, von denen man genomweite Untersuchungen gemacht hat. Also wir können schon sehr weit zurückgehen mittlerweile. Nicht bis zu dem ganz frühen Ursprung des Menschen in Afrika. In Afrika ist es überhaupt schwierig, weil es da zu warm ist. Da zersetzt sich die DNA dann doch zu schnell. Und ganz weit im Norden, im Permafrost, gibt es leider keine menschlichen Fossilien, weil da erst der moderne Mensch hingekommen ist. Wie gesagt, mit seiner hohen Kulturfähigkeit ist er dann auch in die Arktis eingewandert. Aber Urmenschen, Neandertaler zum Beispiel, haben in der Arktis nicht gelebt. Mal davon abgesehen, war es zur Eiszeit auch wahrscheinlich zu kalt und das Ganze war vergletschert. Also wir würden noch nicht mehr deren Spuren finden, wenn sie dort gelebt hätten. Aber wie gesagt, das ist von der Technologie gar nicht so schwierig. Und am Ende ist es wirklich diese Entwicklung dieser Maschinen, die ich erwähnt habe, die immer schneller und immer besser werden. Sowohl die Computer als auch diese quasi DNA-Sequenziermaschinen, die es uns jetzt ermöglichen, dort große Datenmengen in kurzer Zeit zu generieren. Und dann ist es halt viel natürlich auch Vergleichsdaten, viele Labore, die ihre Daten alle zur Verfügung stellen. Das ist das Besondere auch bei uns im Forschungsfeld. Alle Daten, die wir generieren, werden immer online zur Verfügung gestellt, allen Wissenschaftlern auf der Welt. Und wir bauen sozusagen aus diesem quasi Gerüst immer mehr ein Haus, die Menschheitsgeschichte, durch die Zeit auf. Also wirklich die genetische Geschichte des Menschen, die Genese, die einzelnen Populationen, wie sie sich ausgebreitet haben, können wir im Prinzip mittlerweile schon grob relativ gut nachvollziehen und bauen immer mehr. Und jeder, wie gesagt, kann ein neues Bausteinchen hier irgendwo dazufügen. Und das jetzt von Tausenden von Menschen aus der Vergangenheit. Es wird natürlich immer schwieriger, je ähnlicher wir uns werden sozusagen, dass wir der verschiedenen Menschen, die auch noch da sind, und diese Frage, warum können so wenige Gene dann diesen riesen Unterschied machen? Weil es fängt ja irgendwo an, dann sind verschiedene Gene anders. Und wenn wir jetzt nochmal ins Neolithikum gehen, also praktisch die Frage, warum konnte wer wann vom Jagen und Sammeln dann diese riesige Innovation machen des Ackerbaus. Wie sicher können wir uns denn überhaupt sein, dass das die Neandertaler gar nicht konnten? Also wir können uns insofern sicher sein, dass sie es nicht getan haben. Wir haben zumindest keine Spuren. Ob sie im Prinzip auf die Idee gekommen wären, auch da können wir einfach nur empirisch sagen, sie haben es nicht getan. Sonst hätten wir sicherlich Spuren vom Ackerbau gefunden. Interessant finde ich vor allem aber auch, dass wir es nicht getan haben über so lange Zeit. Also auch die modernen Menschen sind erst vor ungefähr 10.000 Jahren auf die Idee gekommen. Und das, wie gesagt, parallel in Ostasien, in Amerika, in Papua-Neuguinea, im Nahen Osten, in Afrika. Und das ist spannend. Dadurch, dass es parallel passiert, zeigt es uns, dass im Prinzip all diese Menschen in der Lage waren, es zu tun. Das heißt, aber auch, dass quasi, wie gesagt, wir haben den kürzlichen Ursprung vor vielleicht 50 bis 100.000 Jahren, waren wir genetisch noch vereint. Insofern
Muss es dann wirklich irgendwas sein, was sich in dieser Zeit verändert hat? Weil moderne Menschen gibt es natürlich schon viel länger, schon mehrere hunderttausend Jahre. Und in der Zeit, auch wenn wir Afrika verlassen haben und auch in Afrika gelebt haben, haben wir den Ackerbau nicht entwickelt. Das heißt, man könnte schon davon ausgehen, dass es irgendwas ist, eine Art Innovationsgen. Ja? Wir wissen noch nicht genau, welches es ist von diesen vielleicht Hunderten oder Tausenden von Unterschieden in den Genen, in den Proteinen oder in den quasi Bereichen des Genoms, die Gene aktivieren oder deaktivieren. Da kann man jetzt noch viel spekulieren. Das ist zum Beispiel dann das, was der Svante Paabo zum Beispiel versucht, dann im Detail herauszufinden, was sind die funktionell genau Unterschiede zwischen Neandertaler und modernen Mensch. Aber ich denke, da ist irgendwas passiert. Also ich denke schon, dass es eine biologische Grundlage gibt. Und wenn die dann erstmal geschaffen ist, dann ist es im Prinzip diese Plastizität, diese Kulturfähigkeit. Wir werden ja im Prinzip als Embryonen geboren. Es ist ja nicht so, dass wir den Vogelgesang oder komplexes Verhalten vererbt bekommen, sondern wir müssen alles lernen. Und das ist beim Neandertaler sicherlich auch so gewesen, dass der viel lernen musste, so wie ein Schimpanse auch sehr viel lernen muss. Aber bei uns kommt im Prinzip nochmal dieses Fünkchen dazu, was, wie gesagt, bei den anderen Urmenschen scheinbar nicht da war. Weil ansonsten wären wir nicht so explosionsartig in alle Winde im Prinzip expandiert und hätten uns die Erde untertan gemacht. Für Biologen ist das ja eine ganz große Frage, auch ein ganz großer Streitpunkt, weil mittlerweile haben wir im Tierreich ja unglaublich viele Beispiele von einzelnen Dingen, auf die wir Menschen so stolz sind. Verschiedene Formen von Sprachen, Signalen, verschiedene Formen von gemeinsam sogar über mehrere Arten hinweg gemeinsam jagen können. Und natürlich wissen wir schon bei Mikroben, dass die oder Insekten mit Mikroben, dass es Partnerschaften geben kann, die auch so eine Form von Landwirtschaft, Pilzkulturen anlegen und verschiedene andere Sachen mehr. Und da wissen wir, okay, es geht irgendwo genetisch. Aber der Punkt, dass der moderne Mensch sich erst verteilt hat über die Erde und dann parallel irgendwo mit Landwirtschaft angefangen hat, zeigt vielleicht eher in die Richtung, wenn die einzigartige Innovation des Menschen ist, A, eine Sprache, B, Werkzeuge, C, Symbole zu haben, mit denen man dann besser Wissen weitergeben kann, Wissen bewahren und Wissen ansammeln kann. Dann erklärt das vielleicht das, wie alles zusammenkommt. Und dann gehört natürlich noch die Ruhe, die Zeit, die Stabilität der Umwelt dazu, dass man wirklich Kindern was beibringen kann, die das dann auch wieder ausführen. Jeder Landwirt ist stolz auf seine Familie, wo die Kinder von den Großeltern und so weiter über drei Generationen lernen. Und gibt es dafür Hinweise, dass wir besonders begabt vielleicht sind in dieser Frage des Wissenssammelns und Weitergebens? Genetische Hinweise. Eine der Eigenschaften ist, die ja auch den Mensch zu Menschen macht und uns vom Tier unterscheidet, ist unsere komplexe Sprache. Das heißt, wir haben eine sehr komplexe Kommunikationsform und das ist die einzige Möglichkeit für uns, ja Wissen dann auch dann weiterzugeben, bevor das quasi geschriebene Wort da war, was natürlich aber auch eigentlich ja Sprache ist, die nur niedergeschrieben ist. Das heißt, es gibt sicherlich, man könnte sich auch andere Formen von Wissen vorstellen, wie sie weitergegeben werden, aber Sprache und Schrift sind natürlich die Formen, die sich beim Menschen dann durchgesetzt haben. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr spannend, dass wir das halt haben und dass das auch auf allen Kontinenten gleich existiert, die komplexe Sprache und natürlich auch Schrift und Schriftfähigkeit, dass die Menschen auch diese Fähigkeit haben, auf allen Kontinenten das durchzuführen. Auch das verbindet uns ja alle. Und wenn wir Populationen haben wie die Khoisan in Südafrika, die von zum Beispiel Westafrikanern oder Ostafrikanern über 200.000 Jahre genetisch getrennt sind, dann wissen wir, das ist auch eine sehr alte Eigenschaft. Das ist schon was sozusagen schon lange da ist. Auch wenn es natürlich genetischen Austausch gegeben hat über die Zeit. Aber das ist halt auch was alle gemeinsam haben. Und vielleicht, was uns vom Neandertaler unterscheidet, wobei natürlich zumindest Schrift wir beim Neandertaler und auch beim frühen modernen Menschen nicht kennen. Das entsteht erst sehr spät, erst wahrscheinlich vor 3.000 bis 4.000 Jahren. Gibt auch schon frühere Keilschriften, die vielleicht ein bisschen älter sind, aber nicht viel älter als 5.000 bis 6.000 Jahre. Das heißt, das ist was erst sehr, sehr spät entsteht, was sozusagen auch nicht das alleinige Merkmal dann sein kann. Und vom Neandertaler haben wir sonst natürlich keine Informationen, wie sein Sprachvermögen war. Es gibt ja sowas wie dieses Sprachgen, was ich selber auch noch untersucht hatte in meiner Doktorarbeit, dieses FOXP2-Gen, von dem man weiß, wenn es kaputt geht, hat man quasi nicht die Fähigkeit für komplexe Sprache. Und Schimpansen haben ein anderes Gen mit zwei Unterschieden im Vergleich zu modernen Menschen. Schimpansen sehen aus wie Mäuse, aber moderne Menschen haben zwei zusätzliche genetische Veränderungen. Die hatten aber auch die Neandertaler. Also auch da spricht im Prinzip nichts dagegen, dass die Neandertaler sprechen konnten. Aber dass sie so komplexe Sprache hatten wie wir, das ist vielleicht auch
schwer zu sagen. Ein interessantes Indiz ist, es gibt ja diese Vermischung vom Neandertaler und vom Menschen, haben wir gesagt. Ungefähr die Hälfte des Neandertaler-Genoms findet man bei heutigen Menschen. Und die Neandertaler-Schnipselchen, die jeder von uns in sich trägt, außerhalb Afrikas, sind aber unterschiedlich verteilt. Die findet man quasi auf den ganzen Chromosomen. Es gibt aber Abschnitte, wo die überhaupt nicht zu finden sind, wo wir überhaupt keine Neandertaler-Gene finden. Und ein Abschnitt ist FOXP2. Die gesamte Region um das Sprachgen FOXP2 auf Chromosom 7 hat keine Neandertaler-Schnipselchen. Und das sagt mir so ein bisschen auch, dass die menschliche Biologie toleriert es nicht, Neandertaler-Gene im Sprachgen zu haben. Also kann man sich da vielleicht auch vorstellen, dass das vielleicht dann doch was ist, was wir dort haben in diesem Gen, was die Neandertaler nicht hatten, dass wir halt diese komplexe Sprachfähigkeit haben. Also das ist für mich so das, was noch vielleicht am nächsten an diesen Hinweis rankommt, dass wir da vielleicht was haben, was die im Prinzip nicht hatten. Das ist wirklich unglaublich spannend und man könnte sich wünschen, dass man noch weiter in diese Zeit reisen kann, um diese Fragen rauszubekommen. Jetzt würde ich gerne nochmal, bevor wir nachher auch gleich öffnen fürs Publikum, auf diese Interaktion mit Tier und Pflanze zurückkommen, wo wir heute ja davon ausgehen, je näher man ans Tier rückt, umso mehr fordert man sein Immunsystem heraus, umso mehr werden auch Abwehr, aber auch Krankheiten entstehen und sich ausbreiten. Und wenn man mal überlegt, Sie haben ja die Zahlen genannt, wie dünn, wie klein diese Population der Menschen war an den verschiedenen Orten, dann kann ja die Begegnung mit den Wanderern, also den Gruppen, die sich aufgemacht haben, könnte ja immer für diese kleinen, wenigen Menschen verheerend gewesen sein. Wie können wir uns das vorstellen? Können wir auch diese Geschichte der Krankheiten rekonstruieren? Ja, es ist tatsächlich eines der großen Themen, an denen ich auch arbeite, seit über 10 Jahren jetzt, die Evolution der Krankheitserreger. Wir gehen im Moment davon aus, dass die meisten Infektionskrankheiten eigentlich erst auf den Menschen übergesprungen sind, sich an den Menschen angepasst haben in den letzten 10.000 Jahren. Das ist die Zeit, in der der Mensch im Prinzip niedergelassen lebt, also Ackerbau entwickelt und erst dann die Populationsgröße und das Netzwerk hat, die Verbindungen hat, damit sich Infektionskrankheiten ausbreiten können. Weil es nutzt dem Erreger nichts, wenn er eine Gruppe von 20 Menschen befällt und dann mit den Menschen verschwindet. Er muss weitergegeben werden. Und erst in dem Moment haben wir genügend Menschen. Das heißt, in dem Moment wird der Mensch überhaupt erst interessant als Wirt für Infektionskrankheiten, indem wir genügend Menschen haben und die in einem Netzwerk miteinander verbunden sind. Und das ist, wie gesagt, tatsächlich auch zu sehen, wenn wir uns beispielsweise Infektionskrankheiten angucken, die Erreger Genome rekonstruieren durch die Zeit, gucken, wann haben die sich diversifiziert, wann sind viele von denen entstanden, dann ist das so eigentlich für viele von den Infektionskrankheiten in den letzten 5.000 bis 10.000 Jahren. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Helicobacter pylori, Bakterien, die bei uns im Magen leben und zum Beispiel Magengeschwüre, Magenkrebs verursachen können. Die gehen mehr als 100.000 Jahre zurück, die sind schon mit den Menschen aus Afrika ausgewandert. Und auch zum Beispiel HBV, Hepatitis B, haben wir rekonstruiert über die letzten 15.000 Jahre weltweit auf allen Kontinenten. Geht auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück vor 20.000 Jahren. Ist wahrscheinlich in Asien entstanden und ganz früh sogar schon mit nach Amerika eingewandert. Auch eine andere Geschichte. Aber es ist, wie gesagt, hauptsächlich für die meisten Infektionskrankheiten die Geschichte der letzten paar tausend Jahre. Tuberkulose als Beispiel entsteht vor 5.000 bis 6.000 Jahren, springt im Prinzip vom Tier auf den Menschen über und breitet sich dann in menschlichen Populationen auf allen Kontinenten aus. Und ähnlich sehen wir das auch bei Lepra oder bei der Pest oder beim Typhus und verschiedene andere Krankheitserreger, die wir in den letzten Jahren genomweit über die letzten 5.000 bis 6.000 Jahre rekonstruiert haben. Dann zuletzt noch der Komplex Klima. Das ist ja, wenn man diese Zahlen zusammenfasst, dann kommt man ja immer wieder darauf, dass sowohl die Innovationen Bezug auf Landwirtschaft, wie auch diese Frage der Beschleunigung des beschleunigten Wachstums etwas damit zu tun haben, dass wir aus der letzten Eiszeit dann raus sind und in dieses wundervoll stabile Klima gekommen sind, das dann so erstmal für 10.000, nicht ganz, also sagen wir mal eher 8.000 Jahre gehalten hat. Davor ging es ja schon recht heftig zu, aber nichtsdestotrotz, auch da gab es schon Menschen, die mussten dann durch Eiszeiten und Warmzeiten hindurch, wobei man eben immer sagen muss, was damals eine Warmzeit war, das verlassen wir ja jetzt gerade. Wir gehen ja so in die Heißzeit hinein oder sind da schon angekommen. Zum Thema Eiszeit. Wissen wir denn heute von diesen unglaublichen Veränderungen der Erde? Es geht ja bei den Eiszeiten darum, dass 30% der Erde mit Gletscher bedeckt waren.
Was konnte der moderne Mensch da eigentlich ab und wie hat er das gemacht an Kälte? Das Erstaunliche beim modernen Menschen ist jetzt wieder, dass er erfolgreicher war in der Eiszeit als der Neandertaler zum Beispiel, der seit einer halben Million Jahren in Europa gelebt hat, in der Eiszeit. Der Neandertaler ist hier vielleicht vor 400.000 bis 500.000 Jahren eingewandert und vor 45.000 Jahren wandert der moderne Mensch ein und verdrängt den Neandertaler, der ja so gut eigentlich angepasst war an das Leben in der Eiszeit. Wir sehen moderne Menschen nördlich der Ausbreitungsgebiete vom Neandertaler. Wir sehen moderne Menschen sehr schnell nach Sibirien einwandern und dann nach Amerika und Südamerika, obwohl das mitten in der Eiszeit ist. Die Einwanderung auf die Bering, in der Beringstraße war vor 25.000 Jahren überhaupt nur möglich, weil der Meeresspiegel so niedrig war, dass man überhaupt Amerika entdecken konnte, dass diese frühen modernen Menschen Amerika entdecken konnten. Die Neandertaler hätten auch überlaufen können, sind sie aber nicht, ja, weil sie nicht so weit in den Norden vorgedrungen sind. Das heißt, der moderne Mensch war extrem gut angepasst. Was auch erstaunlich ist, der moderne Mensch, der nach Eurasien einwandert, sorgt dafür, dass innerhalb von 10.000 Jahren die gesamte Megafauna ausstirbt. Mammut, Wollnashorn, Bison, auch die Konkurrenz, der Höhlenbär, die Hyäne, der Höhlenlöwe, alles verschwindet, als der moderne Mensch einwandert. Das heißt, er ist auch das erfolgreichste Raubtier in der Region, ja, und muss sich dann auch später anpassen an quasi neue Quellen, weil alle Mammuts ausgestorben sind und er im Prinzip die großen Fleischberge nicht mehr als potenzielle Nahrung zur Verfügung hat. Also der moderne Mensch ist extrem gut angepasst. Wieder wahrscheinlich wegen seiner Intelligenz, Kulturfähigkeit, Plastizität besser als der Neandertaler. Der Neandertaler hat mehr in einem Gleichgewicht gelebt, würde ich jetzt mal so sagen. Als der moderne Mensch, der, egal wo er einwandert, in Australien, in Neuseeland, in Nord- und Südamerika, in dem Moment, wo der moderne Mensch einwandert, dauert es 500 bis 1000 Jahre und die gesamte Megafauna ist ausgestorben. In Neuseeland hat es 50 Jahre gedauert, bis es kein Moa mehr gab. Das sehen wir, wie gesagt, in Australien und Amerika auch so und Europa und Asien. Also der moderne Mensch ist schon sehr, ja, ein sehr erfolgreicher Jäger auf alle Fälle und ein sicherlich sehr erfolgreiches Raubtier. Und wie gesagt, durch seine Kulturfähigkeit und Plastizität sehr gut angepasst. Sicherlich Technologien, die er hervorbringt, Kleidung, die er fertigen kann. Bei minus 50 Grad zu überwintern in Sibirien, absolut unvorstellbar. Aber das haben die modernen Menschen geschafft und die Neandertaler, wie gesagt, nicht, trotzdem sie doch schon so lange hier gelebt haben. Also da scheinen wir schon irgendwas mitbekommen zu haben, was sie nicht hatten. Wir sehen auch im Übrigen, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, dass die genetische Diversität beim frühen modernen Menschen, bei diesen Menschen von 45.000 Jahren, größer ist als beim Neandertaler. Also auch die Gruppengröße, die effektive Populationsgröße scheint größer gewesen zu sein von den Menschen, die da aus Afrika herauskamen. Also einmal kamen sie mit mehr genetischer Diversität, mehr Genen, aber sie waren scheinbar auch mehr zahlenmäßig relativ schnell, was auch darauf hindeutet, dass sie da scheinbar auch irgendwo erfolgreicher waren. Aber vielleicht dementsprechend auch auf mehr genetische Diversität zurückgreifen konnten. Das ist ja manchmal auch gut, wenn man viel genetische Vielfalt hat, weil man natürlich sich dann besser an die Umwelt anpassen kann. Ich muss noch einmal jetzt, und dann mache ich gleich wirklich auf, aber eins interessiert mich noch brennend. Ich habe mal einer Vorlesung beigewohnt, da ging es darum auch, wie wir uns die Neandertalerinnen eigentlich vorstellen können. Ich habe gelesen, dass es eigentlich vor allen Dingen die Knochen, die untersucht werden, Frauenknochen sind und man gar nicht so genau weiß, warum eigentlich nur Frauenknochen übrig geblieben sind. Und wir haben unseren Körperbau bei Homo sapiens, der auch flexibel ist, aber doch, so habe ich in Erinnerung behalten, merkwürdig anders ist, weil wir eben anders gebären, Neandertalerin und Homo sapierin. Und was ich noch mal überlegt habe, dieses, dass wir schneller uns fortpflanzen konnten, dafür aber schlechter ausgestattet sind, was den Bau angeht, in Bezug auf oder verletzlicher sind als Frauen, was das Gebären angeht, wie passt das zusammen? Ja, also tatsächlich kann man sich das für die gesamte menschliche Evolution überlegen. Wir sind eine sehr, oder Frauen sind eigentlich sehr, sehr schlechte, sehr schlecht im Gebären im Vergleich zu Schimpansen. Männern. Einfach unsere Gehirne furchtbar groß sind. Unsere Schädel sind einfach sehr, sehr groß. Gleichzeitig ist die Hüfte sehr schmal im Vergleich zum Schimpansen. Dadurch ist der Geburtskanal viel, 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 viel kleiner. Also es gibt da, wenn man sich das anguckt, wie groß der Geburtskanal bei einem Schimpansen ist und bei dem Orang-Utan, obwohl der Kopf kleiner ist,
dann ist es erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert. Und wir wissen das ja auch noch, dass das im Prinzip natürlich auch die Sterblichkeit sehr, sehr hoch ist im Vergleich zu anderen Tieren beim Menschen. Und bei modernen Menschen gibt es sogar noch mal, wie Sie schon erwähnt haben, diesen Unterschied zum Neandertaler, dass sich bei modernen Menschen das Kind wirklich, der Kopf, der dreht sich raus. Ja, der ist nicht sozusagen, der geht nicht in einem Rutsch gerade durch, sondern der dreht sich im Prinzip noch so rein, weil sonst im Prinzip nicht gehen würde, sterisch. Neandertaler Frauen hatten noch ein bisschen breitere Hüften, da war quasi, da geht es mehr gerade raus, auch wenn es groß ist, der Kopf. Also die hatten ja noch einen größeren Kopf als wir. Das ist schon sehr erstaunlich, dass so ein Tier überhaupt entstanden ist. Auch das zeigt uns natürlich, dass wir eine Möglichkeit gehabt haben müssen, einmal zu kompensieren für die hohe Sterblichkeit, aber natürlich auch, dass wir den Schutz gewährleisten mussten, sowohl für die Mutter, die sich danach erholen muss von dieser sehr, sehr anstrengenden Geburt, im Vergleich zu Tieren, die dann eine halbe Stunde später aufstehen und wieder durch die Savanne laufen wie eine Gazelle oder sowas. Und gleichzeitig natürlich für diese Kinder, die da geboren werden, die ja, was ja auch noch eine zusätzliche Anpassung und evolutionäre quasi Veränderung ist, dass unsere Kinder als Föten geboren werden. Die sind ja nicht entwickelt, die können ja nichts. Also im Vergleich zu so einer Antilope, die dann aufsteht und losläuft, können die ja nichts. Das ist so ein bisschen wie bei Raubtieren, da werden auch die Kinder geboren, die noch nicht sehen können und die noch relativ, also auch die sind schon relativ weit, aber noch relativ unterentwickelt sind. Beim Menschen ist das noch viel extremer als bei einer Katze oder beim Hund oder so. Aber die kriegen dann gleich 6 bis 10 Stück oder so, weil die sozusagen über die Zahl das kompensieren. Wir kriegen trotzdem nur 1 im Durchschnitt. Und das ist quasi ein Fötus. Aber auch nur, weil es nicht anders geht. Was zum Teil natürlich auch ein Vorteil sein kann, das ist auch eine Theorie, dass der Mensch geboren wird mit einem kleinen Gehirn, bedeutet halt auch, dass das Gehirn, 75% unseres Gehirnwachstums passiert außerhalb des Körpers, der Mutter. Und das ist zum Beispiel beim Affen nicht so. Beim Schimpansen sind das 60% und beim Makaken irgendwie 40%. Das heißt, unser Gehirn bildet sich auch in der Wechselwirkung mit der Umwelt. Und so haben wir vielleicht noch mehr Lernfähigkeit, was sozusagen auch ein Vorteil sein könnte, dass wir quasi hauptsächlich außerhalb der Mutter dann am Ende doch wachsen und auch interagieren und vielleicht noch schneller lernen. Aber auch, dass dieser Lernprozess sehr komplex ist, sehen wir auch alle. Ich habe selber gerade, meine Tochter ist gerade reingekommen, die ist 2. Wie wenig die können, ist auch schon sehr erstaunlich. Also die könnte ich jetzt wahrscheinlich noch nicht in die Savanne schicken. Das heißt, die brauchen natürlich diesen Schutz. Und den muss man auch quasi garantieren, wie gesagt. Wir müssen auch viele Jahre im Prinzip diese Kinder im Prinzip dann dieses Wissen vermitteln, wie man im Prinzip in dieser sehr komplexen Welt lebt. Und das ist bei vielen Tieren natürlich eher gegeben, aber wie gesagt, ermöglicht vielleicht auch diese komplexe Kultur und Möglichkeit, weil wir so lange lernen, bis wir dann im Prinzip erwachsen und dann uns selber fortpflanzen und eine eigene Familie haben. Vielen, vielen Dank. Dann schauen wir doch jetzt mal, ob wir noch Publikumsfragen haben. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die eingegangen sind. Und vielleicht noch ganz einfach eine technische Frage, wobei es scheint so, als müsste ich das nicht mehr erläutern. Sie können Fragen stellen unter der E-Mail-Adresse fragen-jgsb@uni-mainz.de. JGSB, also Johannes Gutenberg Stiftungsprofessur. fragen-jgsb@uni-mainz.de. Es sind schon eine ganze Reihe eingegangen und ich würde einfach vorschlagen, ich stelle vielleicht einfach 2. Dann können Sie über die Reihenfolge nachdenken, Herr Krause. Bevor ich allerdings anfange, muss ich sagen, fast alle beginnen erstmal mit einem herzlichen Dank für den interessanten Vortrag in verschiedener Ausschmückung. Ja, vielleicht ich beginne vielleicht mit den beiden, die als erstes eingegangen sind. Die erste, tatsächlich allererste, war jetzt ein bisschen spezieller und vielleicht können Sie auch etwas dazu sagen, was die Frage genau meint, aber ich cluster sie mal mit einer zweiten zusammen. Die erste Frage fragt, könnten Sie auch etwas zum Ursprung speziell der mitochondrialen DNA, mtDNA, vom Homo sapiens und anderen Urmenschen in den verschiedenen Kontinenten der Erde sagen? Und das gemeinsam mit einer Frage, die in eine etwas andere Richtung geht, nämlich nach der menschlichen Hybris fragt, an welche menschlichen Eigenschaften knüpfen Sie die Hoffnung, dass die Menschheit doch noch rechtzeitig die Kurve bekommt und weiterhin ohne einen ganz großen Zusammenbruch auf der Erde existieren kann? Ja, also zur ersten Frage, die mitochondriale DNA, die hat eine ganz interessante Geschichte, insofern, dass wir erst vor wenigen Jahren herausgefunden haben, dass die mitochondriale DNA vom Neandertaler von einem eigentlich frühen modernen Menschen stammt, die scheinbar vor ungefähr 200.000 Jahren schon mal aus Afrika ausgewandert sind und nach Europa eingewandert sind, sich dort mit Neandertalern vermischt haben, den Neandertalern ihre mitochondriale DNA hinterlassen haben und ihr Y-Chromosom.
Und danach noch ein bisschen Kern-DNA, aber gar nicht so viel. Und danach wieder ausgestorben sind. Das ist eine verrückte Geschichte, die hätte ich vor 10 Jahren auch nicht geglaubt. Aber die genetischen Daten sind nicht anders zu erklären. Schon vor 12 Jahren, als wir die erste Denisovaner-DNA gefunden haben, war das erstmal mitochondriale DNA. Und die sah völlig anders aus wie die mitochondriale DNA vom Neandertaler und vom modernen Menschen. Und dann haben wir aber auch frühe Neandertaler untersucht. Und die frühen Neandertaler, die haben auch die Denisovaner-DNA. Und das ändert sich vor 200.000 Jahren. Dann kommt es zu diesem Genfluss. Und das sehen wir beim Y-Chromosom auch. Also auch die frühen Neandertaler haben Denisovaner Y-Chromosom. Und dann vor ungefähr 200.000 bis 300.000 Jahren kommt es zum Genfluss zwischen afrikanischen, frühen modernen Menschen, die quasi noch sich abspalten, bevor sich die heutigen modernen Menschen voneinander abspalten. Also es sind wirklich frühe, frühe moderne Menschen. Und dadurch haben wir im Prinzip diesen interessanten Stammbaum. Wenn ich einen Stammbaum jetzt erstellen würde, nur von mitochondrialer DNA, dann sind Neandertaler näher verwandt mit modernen Menschen als mit Denisovanern. Für das gesamte Genom, für das Kerngenom gilt es aber, dass Denisovaner und Neandertaler Schwestergruppen sind. Die sind näher miteinander verwandt. Also die Denisovaner sind quasi die asiatischen Neandertaler. Also das ist eine bisschen komplexe Geschichte. Wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen, können Sie auch im ersten Buch nachlesen. Das ist tatsächlich im ersten Kapitel recht ausführlich erklärt. Weil es war für mich auch eine unheimlich befriedigender Befund, weil ich hatte diese erste Denisovaner-DNA damals entschlüsselt und damit dachten wir noch, wir hätten etwas völlig anderes gefunden, so eine Art Homo erectus oder so. Und dann hat sich aber herausgestellt, im Kerngenom, nee, das ist eine Schwestergruppe vom Neandertaler, das kann gar nicht sein. Und das war immer so ein Widerspruch. So was gibt es in der Biologie auch, das heißt Incomplete Lineage Sorting, also wenn im Prinzip eine kleine Populationsgröße besteht, kann es durch Zufall so sein, aber wir haben jetzt auch für die Kern-DNA gefunden, dass Neandertaler ein bisschen näher verwandt sind modernen Menschen als moderne Menschen und Denisovaner, also es muss Genfluss gegeben haben zwischen modernen Menschen und Neandertalern irgendwann vor über 100.000 Jahren und wie gesagt, die beste Erklärung ist dieses Ereignis dort, diese Vermischung zu dieser Zeit. Das passt auch ganz gut, weil das älteste Fossil eines modernen Menschen in Europa, das hat man vor ein paar Jahren gefunden, ist 210.000 Jahre alt aus Griechenland. Also das heißt, es gab moderne Menschen schon zu der Zeit, für kurze Zeit zumindest mal. Wahrscheinlich ist es eine Warmzeit, eine der Warmzeiten in den letzten paar hunderttausend Jahren. So ein sogenanntes Interstadial. Die Hybris und was macht mir Hoffnung? Ich habe wenig über die Hoffnung geredet, vielleicht hätte ich noch mehr über die Hoffnung reden sollen, ansonsten ist das immer zu negativ und zu sehr Doom-Szenario. Was macht mir Hoffnung? Also was macht mir Hoffnung auf alle Fälle ist natürlich einmal natürlich die Tatsache, dass wir ganz andere Herausforderungen in der Menschheitsgeschichte schon gemeistert haben. Ja, ich habe Frau Boethius hat diese großen klimatischen Schwankungen erwähnt. Die hat, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass die jüngere Trias vor 12.000 Jahren, das war eine Abkühlung innerhalb von 40 Jahren um irgendwie 12 Grad global. Ja, also in ganz kurzer Zeit ist es echt richtig dolle kalt geworden und die modernen Menschen haben das überlebt. Und dann haben wir natürlich auch Erwärmungsphasen, die immens sind. Wir haben natürlich große Vulkanausbrüche überlebt. Wir haben uns immer wieder an Umweltveränderungen anpassen können. Also das heißt, in unserer DNA haben wir das auf alle Fälle, weil sonst hätten wir nicht die Arktis und das Tibetische Hochland und die Sahara und was nicht auch alles und selbst den Mond irgendwie, na gut, den haben wir nicht besiedelt, aber zumindest besuchen können. Also wir haben natürlich die Biologie und die Technologie. Also das ist einmal gut, dass wir das können. Also wir könnten wahrscheinlich sogar einen nuklearen Winter, würden einige von uns überleben. 99,9% wären wahrscheinlich tot, aber einige von uns würden es überleben. Also ich glaube, wenn ein Säugetier auf dieser Erde überlebt, dann ist es wahrscheinlich der moderne Mensch und die Ratte, die häufiger mit ihm assoziiert lebt. Wir sprechen von Hoffnung, Herr Krause. Jetzt bin ich schon wieder beim nuklearen Winter, ganz furchtbar. Nein, aber wie gesagt, wir haben Technologien und wir haben die Biologie dazu. Aber was mich wirklich sehr positiv stimmt, sind natürlich die Entwicklungen, die wir auch in den letzten Jahren sehen. Trotz natürlich der Klimaveränderungen sehen wir trotzdem natürlich das Bestreben weltweit, den Klimawandel einzudämmen. Wir sehen natürlich, wenn es vielleicht auch nur fromme Hoffnung ist, aber man bewegt sich da in die richtige Richtung. Die jungen Menschen gehen freitags auf die Straße, die viele Menschen kaufen mittlerweile regional produzierten Produkte ein, gehen in Bio-Supermärkte, achten mehr auf Nachhaltigkeit. Viele Leute haben ein schlechtes Gewissen. Was wie Flugscham kannte ich selber nicht vor einigen Jahren und natürlich hat vielleicht auch die Pandemie da ihren Beitrag geleistet, aber viele von uns auch
auch in der Wissenschaft sagen, warum soll ich jetzt noch nach London fliegen und einen Vortrag halten, wenn ich das Ganze über Zoom machen kann oder für ein Meeting oder ein Geschäftstreffen oder sowas, da alle Leute einzufliegen, das kann man doch auch ganz wunderbar digital machen. Und vielen Menschen geht das so und ich glaube, wir sehen da schon auch einen globalen Trend, Elektrifizierung natürlich, nachhaltige Energien. Wer hätte denn bitte schon für 20 Jahre gedacht, dass wir in Deutschland mehr als die Hälfte unserer Energie durch nachhaltige Energie, also durch regenerative Energie produzieren können? Das war doch unvorstellbar in so einer riesen Industrienation. Und mittlerweile produziert China pro Person sogar mehr als Deutschland, was auch unvorstellbar gewesen wäre vor 20 Jahren. Also auch da sehen wir die richtige Entwicklung. Also ich denke schon, dass sich viel in die richtige Richtung bewegt. Ob es zeitig genug ist, das ist die große Frage. Aber ich denke, dass wir das hinbekommen. Ich denke auch, dass wir uns an die steigenden Meere auch anpassen können. Das haben wir auch gemacht. Denn der Meeresspiegel hat sich auch in den letzten 500 Jahren noch verändert. In Skandinavien zum Beispiel, da ist es eher quasi so, dass Skandinavien aus dem Meer empor gestiegen ist und dadurch sich die Küsten verändert haben. Aber auch wenn man sich Norddeutschland anschaut oder die Holland anschaut oder so, dann hat man dem Meer auch sehr viel Fläche abgerungen und zum Teil liegt Holland ja auch weit unter dem Meeresspiegel. Auch das ist möglich durch große Dämme. Zumindest den Deichbau hat man dort quasi sehr gut in den Griff bekommen. Es ist ganz klar und das würde, glaube ich, auch jeder Klimaforscher, der sich damit mit dann quasi auch den Entwicklungen, die auf uns zukommen, beschäftigt, sagen, dass die Meere, dass der Meeresspiegel ansteigen wird. Da können wir jetzt schon nichts mehr dran ändern. Also wir müssen jetzt ganz viel wir müssen das CO2-Gehalt halbieren oder so, damit sich der Meeresspiegel nicht erhöht. Der Meeresspiegel wird sich erhöhen und das wahrscheinlich um einige Meter. Es ist aber auch ein sehr langer Prozess. Also es gibt da verschiedene Berechnungen, dass es 500 bis 1000 Jahre dauern wird, bis sich das komplett im Prinzip dann auch manifestiert hat. Da ist natürlich die Antarktis ein ganz wichtiger Faktor. Man weiß nicht, wie schnell die abschmelzen wird oder ob die überhaupt abschmelzen wird oder nicht abschmelzen wird. Der Nordpol spielt im Prinzip nicht so eine große Rolle. Frau Boetius, Sie sind da bestimmt viel mehr Experte, als ich das bin. Aber ich denke, dass das auch lange Prozesse sind, an die wir uns auch kulturell anpassen können. Viele Menschen werden natürlich dann vielleicht das nicht so schnell können. Es wird Migrationsströme geben, es wird Konflikte geben, Ressourcenkonflikte. Ich denke aber, am Ende ist die Überbevölkerung das größere Problem als der Klimawandel. Wir nehmen den Klimawandel wahr als die größte wahrscheinlich Bedrohung der Menschheit, aber für mich ist es dann doch die Überbevölkerung, die nicht gern thematisiert wird, weil man natürlich niemanden absprechen möchte, Kinder zu bekommen. Aber 10 Milliarden Menschen auf die nächsten 500 bis 1000 Jahre ist wirklich schwer vorstellbar auf dieser Erde. Aber das ist nun mal die Realität, das ist nun mal die Tatsache. Und ich denke, da müssen wir mit lernen, umzugehen. Weil das wird sich demografisch auch nicht verändern. Es ist nicht so, dass die geringe Geburtenquote, auf die viele hoffen, in der westlichen Welt dazu führt, dass die gesamte Erde wieder auf 1 Milliarde Menschen schrumpft. Also das wird in 10.000 Jahren nicht passieren. Also ich denke, wir werden in der Größe 10 Milliarden weiter existieren, wenn es nicht zu größeren globalen Krisen kommt. Und wie gesagt, ich sehe da die Klimakrise ein bisschen weniger als die große Herausforderung, als globale Ressourcen, Kämpfe und Konflikte, die in den nächsten Jahren entstehen durch die Überbevölkerung. Wie wir es ja jetzt auch schon sehen, wir haben jetzt einen Krieg in Osteuropa, der sich quasi auf die gesamte Energiepreise weltweit ausübt und das ist eigentlich nur der Anfang. Also da kommen wahrscheinlich noch größere Herausforderungen auf uns zu, solange wir so abhängig sind von Energie und von Ressourcen und nicht nachhaltig genug leben. Sonst wäre das ja auch kein Problem. Vielen Dank. Dann gibt es eine Frage, die ist recht spezifisch. Brian Sykes, Humangenetiker am Wolfson College in Oxford, hat ein Buch geschrieben, Darwins Hund, in dem er die These vertritt, auch die Domestizierung von Wölfen habe zur Erfolgsgeschichte des Homo sapiens gegenüber anderen Menschenpopulationen beigetragen. Ist das eine weit verbreitete Ansicht oder nur eine Einzelidee? Und ich nehme vielleicht noch eine zweite Frage auch noch dazu, die kam mehrfach gleich in verschiedenen Formen. Wie kann die mehrfache Erfindung des Ackerbaus vor 3000 bis 7500 Jahren auf genetische Veränderungen im Genom zurückgehen, die ja noch in Afrika, also vor ca. 50.000 Jahren stattgefunden hat? Also ist die genetische Erklärung da eigentlich eine naheliegende oder nicht gerade eher eine ferne? Ja, genau. Also was den Hund angeht, ist es sicherlich so, dass der Hund ein treuer Begleiter war. Aber wenn wir dem Hund jetzt alles zu schustern würden, dann musste man natürlich auch sagen, es gab auch Kontinente wie zum Beispiel Australien, da gab es keine Hunde. Es gibt zwar heute den berühmten Dingo, aber der ist da aus für 3.000 bis 4.000 Jahren eingewandert. Das heißt, die sind dann nicht quasi mit ihren Hunden nach Australien gekommen.
Und das gilt im Prinzip auch für Teile von Polynesien, wo Schenkhunde auch erst später kamen. Nach Amerika kamen die Hunde mit. Es gab amerikanische Hunde quasi, die mit den Menschen dort eingewandert sind. Und tatsächlich wird der Hund domestiziert zu einer Zeit quasi im letzten globalen, quasi in dem letzten glazialen Maximum, also während der letzten Eiszeit wird der Hund domestiziert, also vor ungefähr 20.000 bis 25.000 Jahren. Und hilft sicherlich, keine Frage. Also er macht den Jäger natürlich erfolgreicher und ermöglicht es vielleicht auch zum Teil diese Expansion nach Amerika dann durchzuführen. Also der Hund hat da sicherlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Ob das jetzt der entscheidende Faktor ist, weiß ich nicht, aber ist sicherlich einer von einigen und ist sicherlich ein wichtiger und ist ja auch weit mehr als 10.000 Jahre bevor die ersten anderen Tiere domestiziert werden. Also es ist eine sehr, sehr frühe Domestikationsgeschichte. Und was sonst diese These angeht mit dieser Landwirtschaft, da war es im Prinzip schon, wie Frau Boitos gesagt hat, wir haben natürlich diese klimatischen Bedingungen erst ab ungefähr 10.000 Jahren vor heute, dass überhaupt Landwirtschaft entstehen kann. Weil wir haben vorher so starke klimatische Schwankungen und Veränderungen in der Eiszeit in Europa. Also da wäre es nicht möglich gewesen. Die Winter waren viel zu kalt und das Eis war viel zu weit im Süden, als dass man vor 20.000 Jahren hätte irgendwie Ackerbau betreiben können in Europa. In Afrika hätte man vielleicht zum Teil Bedingungen gehabt, aber auch da haben natürlich diese Veränderungen auch zu Schwankungen geführt, zum Teil zum Ergrünen und wieder zu einer Wüstenbildung, zum Beispiel von der Sahara. Das heißt, unsere, und das ist ja nur eine Hypothese im Prinzip, würde besagen, dass wir brauchen zwei Faktoren. Das eine ist, wir brauchen ein stabiles Klima. Und in einer bestimmten quasi dann Region und brauchen natürlich die Pflanzen und Tiere, die man domestizieren kann. Die sind natürlich auch nicht überall vorhanden. Und dann brauchen wir im Prinzip dieses Know-how irgendwie oder diese Möglichkeit, diese genetische Komponente. Und dieser dritte Aspekt, das wäre im Prinzip das, was neu ist, aber was wir, wie gesagt, dem modernen Menschen zuschreiben. Und da muss man halt sagen, diese klimatischen Bedingungen und die Pflanzen, die hat es ja schon viel gegeben in der Vergangenheit. Also vor 100.000 Jahren zum Beispiel war das Klima ähnlich wie jetzt, also so 115.000 Jahre muss man sagen, in der letzten interglazialen Warmzeit. Da war das Klima wie im Holozän, über 10.000 Jahre war es warm. Und moderne Menschen waren in der Levante, also wo zum Beispiel Ackerbau ja entstanden ist. Und trotzdem haben sie keinen Ackerbau entwickelt. Und das Gleiche gilt für Asien und für Europa. Das heißt, dort waren überall Menschen, Neandertaler und auch frühe moderne Menschen, und die haben trotzdem keinen Ackerbau entwickelt. Das heißt, da wie gesagt die Hypothese, dass dann irgendwas noch genetisch dazu kam und dass das vorher nicht da war. Also das ist so ein bisschen zumindest die Idee. Es wird schwer sein, das wirklich nachzuweisen, aber wäre eine mögliche Erklärung für diese parallele Entwicklung. Aber die parallele Entwicklung zeigt mir einfach nur, dass wir fähig sind dazu, dass wir die Fähigkeit haben. Aber die Bedingungen müssen natürlich die richtigen sein. Eine weitere Frage richtet sich auf den Weltraum. Sie haben die Möglichkeit der Besiedlung des Weltraums zwar dekonstruiert, aber was würde eine hypothetische Flucht in den Weltraum vermutlich für die genetische Seite des Menschen bedeuten? Also ohne jetzt quasi da Molekulargenetik oder im Prinzip dann so eine Art künstliche Reparaturen an der DNA durchzuführen, würden wir wahrscheinlich ganz schnell degenerieren, weil die Mutationsrate extrem hoch wäre. Also wahrscheinlich das würde natürlich auch bedeuten, die Mutationsrate ist schneller, die Evolutionsrate ist dementsprechend auch schneller. Wir können es vielleicht dann doch irgendwie genetisch anpassen, aber ich glaube, wir hätten nicht genügend Zeit. Also die Anzahl von somatischen Mutationen würde sich wahrscheinlich dramatisch erhöhen, so wie wir das heute in Australien sehen für Menschen, die halt viel schneller Hautkrebs bekommen, weil sie nicht gut angepasst sind an das Leben dort, weil sie eigentlich aus einer Region ursprünglich stammen, die weniger Sonnenstrahlung oder UV-Strahlung bedeutet hat. Und das wäre um ein Vieles potenziert im Weltall. Also das sehen wir auch bei quasi Astronauten, die eine gewisse Zeit im Weltall verbracht haben. Die haben natürlich viel mehr Mutationen angesammelt. Und deswegen kann auch keiner da 30, 40 Jahre auf der ISS leben, weil der wahrscheinlich sehr, sehr früh dann halt an Krebs erkranken würde. Und natürlich würde das auch die gonadischen Mutationen nach oben treiben. Und wir hätten quasi eine schnellere Evolutionsrate. Das wär nicht gut. Also wir müssen im Prinzip einen Planeten finden, der entweder so weit weg ist von der Sonne, dass er nicht so viel Strahlung abbekommt, oder auf der dunklen Seite eines Planeten leben, was, glaube ich, niemand will, weil es da wahrscheinlich 200 Grad kalt ist.
Oder wir bräuchten im Prinzip dann Schutzschilde, Bleiverkleidungen, die natürlich sehr, sehr schwer sind. Also für so ein Mehrgenerationen-Raumschiff bräuchte man wahrscheinlich eine riesige Masse von Blei, die man da ins Weltall transportieren müsste, damit es dann stabil genug wäre. Mal davon abgesehen, was die Psyche mit Menschen machen würde, die über 120 oder 200 Jahre oder sowas dann in so einer Bleikapsel durchs Weltall fliegen würden. Alles sehr, sehr schwer vorstellbar. Und all diese Dinge sind so utopisch und so fernab von jeglicher Realität, wo ich halt wirklich denke, wieder die Hybris, ja, weil wir wissen eigentlich genau, was wir tun müssen, um, damit wir das nicht müssen, was wir auf dieser Erde machen müssen und uns dann so viel dann irgendwie Ressourcen dann irgendwo da zu bündeln und uns, wie gesagt, sogar diese Utopie so vor Augen zu führen, wie das diese Jeff Bezos dieser Welt gerade machen, das finde ich auch absolut Hybris, weil eigentlich müssen sie genauso auch wissen, dass das nicht geht. Wobei, vielleicht glauben sie, ich glaube, Elon Musk glaubt sogar daran, dass er auf dem Mars beerdigt wird, aber ich glaube, das ist wirklich absoluter Schwachsinn. Wer will denn bitte schon auf diesem kalten Stein da oben leben? Das will doch eigentlich kein Mensch. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand das möchte. Sie haben auch Untersuchungen an Erregern historischer Pandemien durchgeführt. Und eine Frage zielt darauf, inwieweit haben diese Erfahrungen sich auch im menschlichen Genom niedergeschlagen und könnte vielleicht sogar unsere Entdeckerlust auf eine solche Veränderung zurückgehen? Das glaube ich recht weit, dann doch zu sagen, dass irgendein Pathogen sich auf die Entdeckerlust ausgeübt hat. Zur Entdeckerlust selbst kann man auch sehr kritisch natürlich der Theorie gegenüberstehen. Man kann auch sagen, wir sind eine biologische Spezies und wir haben quasi, was auch immer uns an Grenzen gegeben ist, versuchen wir auszureizen. Das würde genauso auch eine Bakterienkultur auf eine Petrischale machen, wenn ich die da irgendwie aufbringe und sie findet Nahrung, breitet sie sich aus. Und genauso haben wir das vielleicht getan. Wir sind in der Lage, wir breiten uns aus. Das muss nicht ein Entdeckergen in dem Sinne geben. Also dekonstruiere ich meine eigene Hypothese. Aber was die Pathogene angeht, ist es sicherlich so, dass die sich auf unser Genom zum Teil ausgewirkt haben. Bestes Beispiel ist Malaria. Wir kennen mehrere Gene, die sich quasi in Ostafrika, Westafrika, im Mittelmeerraum ausgebreitet haben, dank Malaria Präsenz, also dank Plasmodium, wo sich der Erreger direkt aus Genom ausgeübt hat und jetzt sowas wie Sichelzellanämie als sehr berühmtes Beispiel in Ostafrika halt fast fixiert ist. Fast alle Ostafrikaner haben das Gen für diese Sichelzellanämie, was ja eigentlich ein Krankheitsgen ist. Das heißt, das ist was sicherlich da auch eine gewisse Rolle spielt. Das finden wir vielleicht auch für andere Krankheitserreger. Bei Tuberkulose sehen wir ein paar Mutationen, die vielleicht durch Tuberkulose getragen wurden und sich ausgebreitet haben. Es gibt aber auch Sachen wie zum Beispiel Pest, wo wir seit Jahren suchen, ob die Pest irgendwas mit unserem Genom gemacht hat, wo wir bisher nichts gefunden haben. Und dann gibt es Gene, wo wir vermuten, dass Krankheitserreger sie beeinflusst haben, wie zum Beispiel den Chemokinrezeptor 5. Da gibt es eine Mutation, die macht einen HIV-resistent. HIV war sicherlich nicht der Treiber, das gibt es seit 30, 40 Jahren bei uns in Mitteleuropa, wo das besonders häufig vorkommt, die Mutation. Das war vielleicht ein anderer Krankheitserreger. Also Krankheitserreger üben quasi durch ihre negative Selektion, weil sie natürlich Menschen aus der Bevölkerung raus sondieren, natürlich einen Einfluss auf die Evolution aus. Wie stark der ist, ist umstritten. Aber ob der sich jetzt auf sowas wie quasi Charaktereigenschaften oder bestimmte quasi dann für die Menschheit Gene, die den Mensch zu Mensch machen, auswirken, das kann man vielleicht, ja, also wüsste ich jetzt keine guten Beispiele, dass ich so weit gehen würde. Es sind meistens Gene, die was mit dem Immunsystem zu tun haben und mit der Abwehr, was natürlich auch Sinn macht, weil die Gene natürlich, die besonders gut für die Immunabwehr sind, sich dann besonders schnell durchsetzen. Es geht auch so langsam ein bisschen die Zeit aus. Ich habe eine kleine Ja-Nein-Frage und dann noch eine. Da können Sie noch mal loslegen. Die Alleinfrage ist, konnte die Out-of-Africa-Theorie durch die neuen Analysemöglichkeiten inzwischen definitiv bestätigt werden? Doch vor einigen Jahren hörte man immer wieder neue Zweifel daran, wenn irgendjemand mal wieder neue Knochen gefunden hat. Das ist die Alleinfrage. Und dann eine weitere zielt auf die Homo-Hybris-Hypothese, mit der hat eine Zuschauerin ein Problem. Sie scheint nicht zu berücksichtigen, dass es individuell völlig rational sein kann, ohne dass es dazu irgendeiner Hybris bedürfte, sich so zu verhalten, dass es kollektiv schädlich ist. Wir haben individuelle Anreize dazu. Die müssen politisch verändert werden, damit es rational für uns individuell wird, uns kollektiv vernünftig zu verhalten. Es ist also vielleicht nicht vielleicht nur der Homo rationalis, der eigentlich ja die Grundlage der all der erläuterten Leistung ist, der als unerwünschte Nebenwirkung das Problem kollektiven Handelns mit sich bringt.
Ja, also zur ersten Frage, wenn man es jetzt wirklich nur als Ja-Nein beantwortet, dann ja. Man kann es auch quantifizieren, man kann sagen zu 97% ja, zu 3% nein. Weil zu 97% sind wir quasi der moderne Mensch aus Afrika, der ausgewandert ist, out of Africa, und zu 2 bis 3% Neandertaler, was ja quasi multiregionale Theorie war, dass quasi auf den Kontinenten parallel die einzelnen Menschenformen entstanden sind. Also das ist nicht nur, dass wir es bestätigen konnten, wir konnten es sogar sehr gut quantifizieren. Dann zum Homo rationalis. Natürlich für das einzelne Individuum müssen bestimmte Entscheidungen nicht unbedingt Hybris sein in dem Sinne, dass wir vielleicht für unser eigenes Wohl quasi agieren, aber dass vielleicht bestimmte Änderungen dann nur gesellschaftliche Anreize, die man schaffen kann, die vielleicht dann dazu führen, dass es zu einem Umdenken oder zu einem anderen Handel kommt, generiert werden müssen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass, glaube ich, diese Hybris, also ich muss mir da wirklich auch nur an die eigene Nase wieder fassen. Ich weiß ja, was zu tun ist. Ich weiß genau, was ich nicht tun sollte. Ich weiß genau, ich sollte kein Fleisch essen. Ich esse gerne Fleisch. Ich höre nicht auf, damit Fleisch zu essen. Ich weiß auch genau, ich sollte nicht nächste Woche zum Junggesellenabschied von meinem Kumpel nach Palma de Mallorca fliegen, weil das ist nicht nachhaltig. Das ist die falsche Entscheidung. Ich tue es trotzdem, obwohl ich mir ja ein ganzes Buch drüber geschrieben habe, dessen eigentlich bewusst bin. Was meine Tochter in 20 Jahren dazu sagt und ob sie mir das vorwerfen wird, dass ich bei der Lufthansa Senator bin und irgendwie 150.000 Kilometer pro Jahr in den letzten 5 Jahren, in den letzten 2 Jahren nicht, aber davor zumindest geflogen bin. Ich bin mir sicher, sie wird es mir vorwerfen. Und ich denke, jeder von uns hat diese Beispiele in sich, dass es nicht nur um die Anreize geht, die die Gesellschaft stellt und die wir quasi global verhandeln, sondern dass jeder dann doch für sich selber diese Entscheidung treffen muss und sie vielleicht zum Teil nicht tut. Und ist das jetzt eine Biologie? Ist das Bequemlichkeit? Was ist das? Ist das Egoismus? Ist es der Homo Egoistus? Mein Latein ist furchtbar. Entschuldigung. Egomans, keine Ahnung. Ja, es ist eine Debatte, die man sicherlich sehr, sehr lang. Es gibt da keine biologische Antwort dafür, keine genetische Antwort dafür. Aber es ist ja im Prinzip auch am Ende des Buchs sehe ich so ein bisschen natürlich als am Ende auch Denkanstoß und sicherlich auch Beitrag, den ich vielleicht so ein bisschen leisten kann zu diesem Thema. Und den wir alle leisten sollten. Aber wie gesagt, am Ende steckt die Hybris genauso in mir wie in vielen anderen Menschen dieser Welt. Pastor Krause, herzlichen Dank. Genau, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, auch für das fleißige Publikum mit den vielen Fragen. Wir haben noch zig mehr, aber die Zeit ist um. Und ich würde an dieser Stelle kurz, bevor wir uns noch einmal alle zusammen bedanken, noch mal kurz sagen, dass wo wir jetzt die Reise in unsere Gene, also wir haben uns vernetzt mit unserer Vergangenheit über die Gene. Bestimmt debattieren Sie heute Abend alle, ob Sie mehr Neandertaler oder doch nicht haben. Möchte ich darauf hinweisen, dass wir beim nächsten Mal am 21.06. auf den Philosophen Andreas Weber treffen, der uns sozusagen eher in die Kulturfrage wirft und auch hier mit uns debattieren wird. Geht es denn nicht wirklich auch anders? Also können wir nicht einfach die Natur und das Netzwerk des Lebens annehmen, wie es ist, und es feiern und die ganze Sache doch noch hinkriegen im letzten Moment? Das wird dann die nächste Vorlesung. Und nochmal ganz vielen Dank, Herr Krause. Das war eine tolle Reise durch die Menschheit und viele Grüße an alle und bis bald. Schönen Abend. Ciao, ciao.